Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Staatsminister Bausback, sehr geehrter Herr Professor Rohe, sehr geehrte Frau Wegner, sehr geehrte Frau Michel, sehr geehrter Herr Ostrop, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie in so großer Zahl an unserem heutigen Fachgespräch zum Thema Kinderehen teilnehmen. Wir haben uns heute versammelt, um ein außerordentlich komplexes Thema zu diskutieren, das eine stark rechtliche Dimension hat, das eine stark kulturelle Dimension hat, das natürlich eine politische Dimension hat, das eine gesellschaftliche Dimension hat. Worum geht es im Kern? Im Sommer wurden im Zuge der Flüchtlingsbewegung 1.475 Ehen staatlich registriert, Dunkelziffer wohl deutlich höher, bei denen mindestens ein Partner minderjährig ist. Es wurden fast 400 Ehen registriert, bei denen ein Partner jünger als 14 Jahre ist. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Bamberg, dass die Ehe einer zum Zeitpunkt der Eheschließung 14-Jährigen mit ihrem volljährigen Cousin als wirksam anerkannt hat, steht eine Vielzahl an rechtlichen Fragen im Raum. Ist eine solche Eheschließung nach geltendem Recht tatsächlich anzuerkennen? Wie geht man um mit religiösen Eheschließungen? Welche Folgen ergeben sich daraus? In unserer freiheitlich-demokratischen Werteordnung zählt die Würde jedes einzelnen Menschen. Das gilt auch und ganz explizit für all jene, die vor Krieg, vor Terror geflüchtet und zu uns gekommen sind, um Schutz zu finden, um Hoffnungen zu schöpfen und um Frieden zu finden. Die Problematik der Kinderehe ist von einer ganz grundsätzlichen gesellschaftlichen Bedeutung. Wir als Abgeordnete, auch wir als Gesellschaft, haben die Pflicht, den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen, dass für ein archaisches Verständnis von der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft kein Platz ist. Bei uns entscheidet nicht der Familienclan über Eheschließungen, sondern jeder Einzelne selbst. Und deshalb sind Kinderehen mit den Werten unseres Landes unvereinbar. An erster Stelle unserer Bemühungen steht dabei das Wohl der betroffenen Frauen und Mädchen. In Freiheit und Eigenverantwortung Entscheidungen zu treffen, ist ein elementarer Grundsatz unseres Zusammenlebens. Der Minderjährigenschutz und die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sind unverhandelbare Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Um zu diskutieren, wie wir mit dem Problem umgehen, sind Sie unserer Einladung in den Reichstag gefolgt. Bitte erlauben Sie mir, dass ich die Teilnehmer unseres heutigen Fachgesprächs kurz vorstelle. Ich begrüße zunächst Herrn Professor Winfried Bausback, der als bayerischer Staatsminister der Justiz umreißen wird, wie der Gesetzgeber auf die skizzierten Herausforderungen reagieren sollte. Ganz herzlich willkommen, sehr geehrter Herr Staatsminister. Ich heiße herzlich willkommen Herrn Professor Matthias Rohe, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen und Nürnberg und Direktor des Erlanger Zentrums für Islam und Recht in Europa. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind, sehr geehrter Herr Professor Rohe. Frau Michel arbeitet im Fachbereich Eheverbrechen für eine Organisation, der das Thema unserer heutigen Konferenz alles andere als unbekannt ist. Ganz im Gegenteil, der Einsatz für die Rechte der Frauen ist der Wesenskern von Terre des Femmes. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Zu guter Letzt begrüße ich Herrn Ostrop, Sozialarbeiter beim Caritas-Vormundschaftsverein Berlin, der uns einen Einblick in den Alltag der Betroffenen geben wird. Die Caritas ist in ihrem Engagement sehr nah am Geschehen und hat Einblicke gesammelt, die unser Fachgespräch bereichern werden. Vielen Dank dafür, dass Sie heute bei uns sind, Herr Ostrop. Uns ging es nicht nur darüber, über die Betroffenen zu sprechen, sondern auch mit den Betroffenen zu sprechen. Wir haben deshalb eine Betroffene, die selbst im Alter von 15 Jahren in Afghanistan zwangsverheiratet wurde, eingeladen, Frau Zamani. Frau Zamani ist vor einigen Minuten wohl unten eingetroffen und wird im Augenblick gerade auf dem Weg hierher in den Fraktionssitzungssaal sein. Wir werden dann nachher auch Frau Zamani noch einmal herzlich begrüßen. Ich freue mich auf die heutigen Diskussionen.
freue mich auf unsere Gespräche und übergebe das Wort nun unserer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Nadine Schön, der ich sehr herzlich dafür danke, dass sie die Gesprächsrunde heute moderieren wird. Unsere rechtspolitische Sprecherin Elisabeth Winkelmeier-Becker musste leider aus gesundheitlichen Gründen absagen. Liebe Nadine, du hast das Wort. Vielen Dank. Herr lieber Stefan Habert, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen und ich freue mich, dass das Interesse so groß ist, dass wir uns heute gemeinsam mit einem sehr, sehr wichtigen und ernsten Thema beschäftigen können. Wir haben hier vier hochkarätige Referenten sitzen, die uns jeweils aus ihrer Perspektive eine Einführung ins Thema geben würden. Sie haben in ihren Mappen auch den Ablauf, den ich gerne genau einmal umdrehen würde, und zwar von der Praxis dann zu den rechtlichen Konsequenzen zu kommen. Und deshalb würde ich sehr gerne Frau Monika Michel von Terre-de-Femme als erstes das Wort geben für ihre wir hatten mit Bernhard Ostrop, wollten wir anfangen, genau, dem Referenten für Migration und Flüchtlinge von der Caritas, der uns einen Überblick geben kann, wie die Situation in Deutschland sich derzeit gestaltet und mit welchem Problemkomplex wir es zu tun haben. Sehr geehrter Herr Ostrop, ganz herzlich willkommen nochmal und wir sind gespannt auf Ihre Informationen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich muss zunächst einmal ein bisschen einschränken. Ich kann jetzt nicht über die deutsche Lage im Allgemeinen berichten, sondern mein Bericht bezieht sich eher auf die Caritas, auf den Deutschen Caritasverband, was wir für Erfahrungen im Alltag mit dem Problem von minderjährigen Ehen machen. Warum die Caritas? Wir arbeiten in der Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen, in Vormundschaften, Vormundschaftsvereinen, im Bereich der Jugendhilfe, Mutter-Kind-Einrichtungen, Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Insofern sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dieser Problemlage konfrontiert. Ich kann nicht sagen in sehr großem Maße, sondern es sind, so wie wir das erfahren, immer eher Einzelfälle, die aber in der letzten Zeit zunehmen. Was ist unser Ziel bei der Betreuung von Minderjährigen? Das ist den Schutz bieten im Rahmen des Kindeswohls. Das ist unsere Aufgabe. Jetzt mögen Sie vielleicht denken, was verbirgt sich dahinter, Schutz im Rahmen des Kindeswohls zu gewähren. Das möchte ich Ihnen vielleicht anhand von zwei typischen Beispielen erläutern. Der erste Fall ist aus Paderborn, ein 16-jähriges junges Mädchen aus Syrien. Sie lebt mit ihrem Ehemann zusammen. Der Ehemann ist volljährig. Es besteht eine Vormundschaft über eine Mitarbeiterin der Caritas. Das Mädchen äußert gegenüber der Vormünderin, dass sie gerne verhüten möchte. Ihr Ehemann möchte dies nicht. Die Vormünderin geht mit dem Mündel zum Arzt. Sie erhält die Pille. Warum, fragen Sie jetzt wahrscheinlich, warum lässt der Ehemann das zu? Er hat dem nicht zugestimmt. Die Vormünderin hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht und das Sorgerecht. Der Ehemann wurde darüber aufgeklärt. Insofern hat sie auch, die Vormünderin könnte auch das gemeinsame Wohnen des Ehepaars unterbinden. Aber es ist immer eine Abwägung, da die Frau in diesem Fall sich nicht von ihrem Ehemann trennen möchte, wurde zu dieser Lösung gegriffen. In diesem konkreten Fall, was würde es beispielsweise bedeuten, wenn die Ehe keinen Bestand hätte? In diesem Fall fühlen sich die Eheleute verheiratet. Sie haben eine Verbindung eingegangen, sind eine Verbindung eingegangen. Wäre die Ehe nichtig, würde es nicht bedeuten, dass sie automatisch nichts mehr miteinander zu tun hätten. Denn das Trennen von Verbindungen ist auch nicht ganz einfach. Man kann niemanden wegsperren oder mit Zwang den Kontakt untersagen, in Ausnahmefällen schon. Wenn es um Gewalt geht, dann kann man sowas schon machen, aber ist keine Gewalt betroffen, dann sollte man Menschen, die eine Verbindung haben, nicht einfach trennen. Insbesondere
kann man den Umgang nicht gegen den Willen des Mädchens verbieten. Daher ist aus unserer Sicht eine sehr enge Betreuung erforderlich, um herauszufinden, was für das Mädchen am besten ist. In diesem Fall kann das Mädchen nun verhüten. Es wohnt zusammen mit seinem Ehemann und wird eng und vertrauensvoll von der Vormünderin betreut. In solchen Fällen ist aus unserer Sicht auch wichtig, Schwangerschaften zu vermeiden. Aber es ist wichtig, das Mädchen zu gewinnen. Es geht nur mit dem Mädchen. Gegen ihren Willen ist die Einflussnahme nur begrenzt möglich. Auch die Unterbringung in einer Wohngruppe für unbegleitete Minderjährige bringt nach unserer Erfahrung in solchen Fällen nicht viel. Die Entfernung von vielen Kilometern würde auch nach unserer Erfahrung nicht helfen, diese Verbindung zu kappen, wenn sie sich zueinander zugehörig fühlen. Einen zweiten Fall hier aus Berlin möchte ich noch berichten. Ein junges Mädchen, sie gibt an, 15 Jahre zu sein, ebenfalls aus Syrien stammend. Es wird vermutet, dass sie jünger ist, verheiratet mit einem 24-jährigen Ehemann. Sie stammen aus der Provinz Hama. Sie sind mit einem gemeinsamen Kind geflohen, angenommenes Alter 15 Jahre. Das ist schon außergewöhnlich. Das Mädchen ist Analphabetin, also die junge Mutter. Sie wohnt mit ihrem Ehemann und seiner Familie zusammen. Sie geht nicht zur Schule. Der Ehemann will das nicht, da sie noch stillt, so seine Begründung. Sie haben keine Tagesstruktur. Das Mädchen hat allerdings eine Vormünderin und ist im Gespräch mit der Vormünderin. Wie gestaltet sich dann ein solcher Fall? In diesem Fall wendet sich die Schule an den Ehemann, weil die Schule versteht, dass das der Ehemann ist, der Minderjährigen. Aber sie steht unter Vormundschaft. Insofern wäre ganz eindeutig eigentlich die Vormünderin die Ansprechpartnerin für die Schule. Wie könnte also eine Lösung aussehen? Die Schulpflicht ist in diesem Fall ein außergewöhnlich gutes Mittel, um in einem solchen Fall Einfluss zu gewinnen, das Mädchen zu gewinnen, ihm Möglichkeiten zu geben, selbstständig zu werden und einen eigenen Willen zu formulieren. Auch hätte bei dem Schulbesuch die Vormünderin bessere Möglichkeiten, mit dem Mädchen Kontakt aufzunehmen. Aber in diesem Fall ist es auch so, dass das Fluchtschicksal und die Familie, sie sind aneinander gekettet. Familie bedeutet für das junge Mädchen, bedeutet die Familie ihres Ehemannes. Das hat auch den kulturellen Hintergrund, dass viele junge Mädchen in jungem Alter schon vorbereitet werden zu heiraten und das in ihrer Vorstellung so ist. Für sie ist es Tradition, aber auch in vielen Fällen mittlerweile ein Fluchtschutz. Der Weg der Flucht ist eben auch ein sehr gefährlicher und da in einer Familienkonstellation zu fliehen oder mit einem Ehemann kann da auch ein Schutz bedeuten. Wie komme ich also an diese junge Mutter heran oder beziehungsweise meine Kollegin? Grundlage ist auf jeden Fall, dass die deutschen Gesetze gelten. Die Schulpflicht ist ein Beispiel dafür, die eben sehr wichtig ist, anhand der man Kontakt bekommen kann. Grundsätzlich ist der Deutsche Caritasverband dagegen, dass es Ehen von Minderjährigen gibt. Allerdings arbeiten wir in der Praxis und wir versuchen anhand der Praxis zu sehen, wie wir mit solchen Problemen umgehen. Denn wenn die Eheleute mit Minderjährigen nach Deutschland einreisen, dann brauchen wir dafür Lösungen. Und eine Lösung ist nach unserem Verständnis, würde es nicht ausreichen, eine solche Ehe aufzulösen, sondern die Verbindung, die zwischen den Ehepartnern besteht, die muss man untersuchen und schauen, ob ein Zusammenbleiben für die junge Frau, ob das in ihrem zu ihrem Wohl ist oder ob man sie trennen muss. Aber um das herauszufinden, dazu ist es notwendig, dass die junge Frau, dass das junge Mädchen Vertrauen fasst.
Was ich mit diesen Fällen sagen will, die Fallgestaltungen sind sehr komplex und die Verbindung zwischen den Beteiligten besteht weiter. Deswegen ist nach unserer Auffassung in diesen Fällen sehr wichtig, dass die Jugendhilfe wirken kann. Die Schulpflicht ist ein wirkungsvoller Anknüpfungspunkt, damit Mädchen Vertrauen schöpfen und sich anvertrauen. Insbesondere die Schulpflicht, da möchte ich vielleicht auch nochmal Bayern erwähnen. Die Ausweitung der Schul- und Berufsschulpflicht in Bayern für Flüchtlinge ist sicher ein sehr bedeutender, richtungsweisender Weg, den wir nur unterstützen können, da dann Flüchtlinge, die lange Zeit verpasst haben, in die Schule gehen zu können, noch von uns gebunden werden können oder von uns angesprochen werden können. Aber wir brauchen auch die Standards der Jugendhilfe, dass die jungen Menschen Vertrauen fassen können und sich integrieren. Ehen von Minderjährigen grundsätzlich zu verbieten, wäre ein Signal, das uns in der praktischen Arbeit nicht unbedingt weiterbringen würde und hätte den konträren Effekt, dass es unseren Vormündern schwieriger machen würde, Vertrauen zu den minderjährigen Schutzbedürftigen aufzubauen. Wir halten daher eine flexible Regelung, der es möglich ist, das Kindeswohl individuell zu berücksichtigen, für die beste Lösung. Klare Weisung, aber dabei unter 14 Jahren, sobald es strafrechtlich relevant ist, scheidet es grundsätzlich aus. Da kann man nicht von einer wirksamen Ehe sprechen. Aber vielleicht noch eine kleine Sache, mit der wir in der Praxis, die uns in der Praxis bedrückt, das ist, dass sehr, sehr viel Probleme entstehen durch den falschen Umgang der Behörden mit den Vormündern bzw. mit den Familien. Viele Behördenmitarbeiter wissen nicht, dass die Vormünderin der Ansprechpartner ist in solchen Fällen und wenden sich an den Ehemann. Das hat natürlich einen oftmals katastrophalen Effekt, wenn beispielsweise der volljährige Ehemann von der Behörde die Leistungen für seine minderjährige Ehefrau bekommt, dann hat das einen sehr konträren Effekt, denn eigentlich müssten die Leistungen in der Hand der Vormünderin sein. Solche Dinge, die begegnen wir in der Praxis sehr häufig und die sind sehr schlecht. Insofern müsste da vor allem Information besser auch auf Behördenseite gestreut werden, um solche Fälle besser bearbeiten zu können im Sinne der Vormünderin, dass sie eben das Wohl des Kindes berücksichtigen kann. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für die guten Informationen, wo schon wichtige Aspekte drin waren, die wir nachher dann nochmal aufgreifen wollen. Ich will ganz herzlich bei uns begrüßen Frau Salma Zamani. Darf sie auch fragen, ob Sie gerne jetzt schon vortragen wollen oder zu einem späteren Zeitpunkt? Sie können aber gerne jetzt schon und dann hier meinen Platz einnehmen, also wie das für Sie am besten ist. Sie sind ja auch gerade erst angekommen, werden hier ein bisschen in die Veranstaltung reingeworfen. Kommen Sie gerne hier rum, können auf meinen Platz dann hier ans Mikro gehen. Ja. Ganz herzlich willkommen. Wir hatten ausgemacht, dass Sie gerne auch etwas erzählen von aus der Sicht einer Betroffenen. Sie sind auch aus Afghanistan ursprünglich und es gibt eine Übersetzung, das finden Sie alle auf Ihren Tischen. Und nochmal ganz herzlichen Dank und ich gebe Ihnen das Wort. Ich möchte alle Anwesenden hier im Saal begrüßen. Mein Name ist Salma.
Ich möchte über mein Schicksal reden. Das ist schwierig, in einigen Minuten mein Schicksal zur Sprache zu bringen. Ich bin in Kabul geboren. Ich bin in Kabul geboren. Ich bin Tadschikin und Schiiten. Ich hatte eine ältere Schwester, die Fatima hieß, und sie war eine Ärztin. Sie wurde einem Pashtunen verheiratet, der sunnitische Ehemann und dessen Familie, also seine Familie, hasste meine Schwester, weil meine Schwester eine Ärztin war, eine Intellektuelle, eine Selbstständige. Und diese Familie wollte den Stolz meiner Schwester zerbrechen. Sie hatten Rechtsgelehrte zu Rat gezogen, wie sie den Stolz einer Frau zerbrechen können. Eines Nachts, alle Männer dieses Stammes, das war 1992, sie hielten meinen Mann fest und sie führten dazu, dass das Gesicht meiner Schwester verbrannte, nicht ihre Haare ganz, also ihre Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen. Sie hatte 4 Kinder gehabt, 3 Jungen und ein Mädchen in jüngerem Alter. Meine Schwester hat diese Welt verlassen, sie verstarb dran. 2 Wochen nach diesem Vorfall, also 2 Wochen oder 10 Tage später, hat dieser Mann um meine Hand angehalten, damit die Kinder erzogen werden konnten. Aber meine Mutter hat das verneint. Ich war damals 12 Jahre alt. Meine Mutter wollte nicht zustimmen. 2 Wochen nach dem Tod meine Schwester, eine 4-jährige Tochter, sollte an einen viel älteren Mann verkauft werden, damit dieser Mann erneut eine Ehe eingehen konnte. Damals war es finanziell in Kabul sehr schwierig. Es gab sehr viele Morde und Totschläge, also auch gegen die Schiiten. Die Diskriminierung gegen die Schiiten war sehr groß. Damals waren wir gezwungen, Kabul zu verlassen. Damit meine ich meine Geschwister und meine Mutter, dass wir dann Kabul verlassen und nach Mazar-i Sharif gehen. Wir gingen nach Mazar-i Sharif. Die Schulen waren zu, also die Flüchtlinge hatten Platz eingenommen in den Schulen und von einem der Organen, also von den staatlichen Organen, haben wir Zuflucht gefunden bei jemandem im Haus von einer bestimmten Person. 1,5 Jahre haben wir in diesem Haus gelebt. Wir haben das Haus nicht verlassen, wir sind nicht rausgegangen, weil die Kommandanten, sobald sie dann junge Frauen sahen, wurden diese Frauen unter Zwang und mit Gewalt entführt. Eines Tages, als wir zu Hause saßen, meine Brüder waren nicht zu Hause, derjenige, der uns diesem Haus vorgestellt hatte, also uns ins Haus gebracht hatte, kam mit Hilfe von bewaffneten Männern rein und nahm mich unter Gewalt weg. Ich habe später erfahren, dass dieses Haus ihm gehörte. Man brachte mich weg. Ich war verängstigt. Ich war die ganze Zeit am Weinen. Aber die hatten kein Erbarmen mit mir. Sie nahmen mich mit. Sie brachten mich in ein Haus. Sie fesselten mich, knebelten meinen Mund, damit niemand mich hören konnte. Damals war ich 14 Jahre alt. Ich war die ganze Zeit am Weinen. Es war in der Nacht. Es war sehr dunkel. Es war mitten in der Nacht. Ich beobachtete, dass die eine gewalttätige Person ins Zimmer kam, mich vergewaltigen wollte. Ich wollte es verhindern. Sie erhielt
meine Füße fest. Ich konnte nicht mehr reden. Ich hatte sehr viel Angst. Ich habe bis zum Morgengrauen das aushalten müssen. Er blieb bis zum Morgengrauen und er misshandelte mich. Ich wollte mein Gesicht waschen. Die Mutter von ihm ließ mich raus. Die Nachbarn bekamen das mit. Sie hielten mich in einem Raum fest. Nach einigen Tagen sagte man mir, ich sei doch die Ehefrau des Mannes, der mir das angetan hatte. Einige Monate vergingen. Nach einem Monat, dieser Mann kam mit anderen Menschen, er verkaufte mich an anderen Männern. In der Nacht, er nahm mich mit einem Auto. Andere Männer misshandelten mich. Manchmal waren es sogar 10 Männer. Ich hasste mich dafür. Sie vergewaltigten mich gemeinsam und er bekam Geld dafür. Frau Samani weint die ganze Zeit. Danke ganz herzlich, dass Sie Ihr Schicksal da auch so wirklich offen mit uns teilen. Ich glaube, wir haben einen Eindruck davon gewonnen, wie schlimm und furchtbar das für Sie auch gewesen sein muss. Und das ist sicher eine Extremform von nicht nur Kinderehe, sondern auch Zwangsverheiratung, was Sie uns schildern. Ich darf vielleicht für alles sagen, dass wir Ihnen ganz herzlich danken dafür, dass Sie uns daran teilhaben lassen haben. Und ich würde vorschlagen, dass Sie vielleicht gerne mit einem Glas Wasser nochmal sich zu Ihrer Begleitung setzen und wir Sie vielleicht aber auch gerne nochmal nachher für Fragen zur Verfügung stehen. Können Sie das ihr übersetzen? Ich möchte lieber weiter erzählen. Ich denke, es ist emotional sehr schwierig für Sie, deshalb. Okay. Ich möchte aber lieber weiter erzählen. Es ist immer, egal wann ich das mache, immer wenn ich daran denke, ist es schwierig. Das macht keinen Unterschied. Das ist eine bittere Vergangenheit. Ich wurde wirklich gefoltert, sehr lange. Ein Jahr habe ich das ausgehalten. Mit diesem Mann habe ich zusammengelebt. Aber das letzte Mal, als ich mich daran erinnere, hat er mich irgendwo hingebracht. Das waren 10 Männer. Die wollten das mit mir machen. Die wollten mich alle vergewaltigen. Aber dann hat er gesehen, mir ging es schlecht. Dann haben die das Geld zurückgekommen und gesagt, wir wollen doch nicht mit einer Leiche etwas zu tun haben, weil ich sah wirklich aus wie eine lebendige Leiche. Es ging mir wirklich ganz schön. Ich hatte Schmerzen, ich war krank. Dann hat er gesehen, dass ich nicht mehr auf dem Markt keinen Wert mehr habe. Weil er wollte von Mazar flüchten, er wollte woanders gehen. Und ich habe wirklich gebettelt. Ich habe gesagt, bitte nimm mich mit, weil ich wusste, dass seine Familie mich gehasst haben. Die waren sehr fanatisch und die hassten schiitische Menschen schiitischen Glaubens. Deshalb sind wir in Richtung Iran gegangen. 11 Jahre habe ich im Iran gelebt. 5 Kinder habe ich bekommen, 3 Söhne und 2 Töchter. Ende 2007 kam mein Schwager, also der Bruder von Hamid, kam und wollte meinen älteren Sohn mit nach Afghanistan nehmen. Ich habe gesagt, nein. Er wollte meinen Sohn mit Gewalt mitnehmen nach Afghanistan. Ich habe gebettelt. Ich habe gesagt, lass uns bitte nach Europa gehen. Wir gehen nach Griechenland. Dann sind wir geflüchtet. Wir sind nach Griechenland gegangen. Haben gesagt, vielleicht können wir ein ruhiges, freies Leben. Aber vielleicht wird mein Leben besser. Vielleicht kann ich einmal aufatmen. Aber in Griechenland wurde alles nur schlimmer. Griechenland hat mich verkauft, er hat mich verkauft an 3 andere. Und dann hat er mich mit Messer verletzt. Er wollte mich töten. Meine Kinder hat er mir weggenommen. Das sind alles, was mir passiert. In Griechenland war das,
Ich war überall in Griechenland, habe ich mich überall gewendet. Das wurde überall registriert, aber ich habe keinen Ausweg gefunden. Der ist gekommen nach Deutschland und ich hatte keinen anderen Ausweg. Ich dachte, ich muss irgendwo Frieden finden. Dublin-Prozess hat er mich mit nach Deutschland genommen. Zwei Töchter von mir sind in Griechenland. Ich vermisse sie, meine zwei kleine Töchter sind in Griechenland. Aber dieser dreckige Mann, sein Schatten hängt noch über mich. Der droht mir. Ich habe noch kein einziger Tag, wo ich Ruhe habe. Ich bin immer noch Sklave in seiner Hand. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Ihr Schicksal mit uns geteilt haben. Danke, dass Sie es ausgehalten haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Nehmen Sie auch gern das Wasser mit. Und nach diesem, glaube ich, für uns alle sehr bewegenden und bedrückenden Erfahrungsbericht ist es natürlich schwer, jetzt nochmal eine gewisse Abstraktionsebene zu bekommen. Aber sehr geehrte Frau Michel, Sie haben auch in Ihrer Organisation mit vielen Frauen zu tun, die ein ähnliches Schicksal teilen wie Frau Zamani. Sie sind weltweit tätig, aber eben auch in Deutschland. Sie haben die nicht ganz einfache Aufgabe, jetzt nochmal den Bogen für uns zu schlagen, vom persönlichen Schicksal zu dem, wie Sie dann auch mit den Frauen umgehen und dann eben auch der Frage, wie sollte ein Staat auch darauf reagieren, unabhängig davon, dass wir, glaube ich, auch als Staat hier in Deutschland viele Möglichkeiten haben, Frau Zamani, Ihnen und Menschen, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben, auch zu helfen. Das sind auch Organisationen wie die Caritas, leisten hier wirklich auch vor Ort wahnsinnig wertvolle Arbeit. Und dann an der Stelle kann man vielleicht auch mal danken den Organisationen, die diese Arbeit leisten, weil sie, glaube ich, vielen Frauen hier wirklich sehr stark helfen. Das können Sie auch mitnehmen an Ihre Mitarbeiter. Und deshalb will ich gerne das Wort weitergeben, nun an Sie. Ja, vielen Dank. Ist in der Tat jetzt ein bisschen schwierig, aber ich versuche, den Bogen zu schlagen. Wie Herr Habert in seiner Vorstellung schon richtig gesagt hat, es ist kein neues Thema für uns bei Tide Femme. Gerade unser Fachbereich Gewalt im Namen der Ehre beschäftigt sich schon seit über 10 Jahren mit dem Thema Zwangsheirat. Wir haben jetzt auch schon nicht nur im Zuge der vermehrt auftretenden Kinderehen im Rahmen der geflüchteten Menschen nach Deutschland uns mit dem Thema Frühehen beschäftigt. Ganz im Gegenteil, wir beschäftigen uns schon seit über 3 Jahren mit dem Thema. Vielleicht um kurz Ihnen zu schildern, was der Anlass war, um eben den Blick ein bisschen zu weiten. Im Jahr 2011 wurde eine Studie in Deutschland veröffentlicht vom Bundesfamilienministerium, die zum ersten Mal bundesweite Zahlen erhoben hat. Wie viele Betroffene gibt es von Zwangsverheiratung in Deutschland? Es wurden für das Jahr 2008 3.443 Betroffene bzw. Bedrohte von Zwangsheirat gezählt. Und das Erschreckende dabei, ein Drittel davon war minderjährig. Minderjährige, die bedroht betroffen waren, das wurde auch aufgegliedert. Die Mehrheit dieser Minderjährigen war von einer religiösen und sozialen Zeremonie betroffen. Aber auch ein Prozentsatz von 10 war von einer zivilrechtlichen Eheschließung unter Zwang betroffen. Also es findet hier in Deutschland finden Zwangsverheiratungen statt vor einem Standesamt. Das lässt sich einfach nicht hundertprozentig verhindern. Das Zweite ist, dass es auch im Jahr 2011, zeitgleich mit veröffentlichter Studie, hat sich ein internationales Netzwerk gegründet, Girls Not Brides, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Frühehen zu eliminieren. Es gab damals ein verstärktes Bewusstsein für diese Menschenrechtsverletzung, die hauptsächlich an Mädchen begangen wird. Es gibt seitdem immer wieder neue Veröffentlichungen von Zahlen. Aktuell schätzt man, dass weltweit 700 Millionen Frauen leben, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet werden. Save the Children hat erst neulich wieder einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, wenn sich der Trend nicht umkehrt, wird sich das steigern bis
bis 2030 auf 950 Millionen und eventuell bis 2050 auf 1,2 Milliarden Frauen auf dieser Welt, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet werden. Und es gibt mittlerweile viele Initiativen, Bewegungen weltweit, das zu verhindern durch verschiedene Maßnahmen, durch Aufklärung, Bildungsoffensiven für Mädchen, Armutsbekämpfung, weil wir natürlich auch gucken müssen, was sind die Gründe für diese frühen Verheiratungen. Ein wichtiger Grund ist tatsächlich Armut, die viele Familien zwingt, ihre Kinder zu verheiraten, weil sie dafür Geld bekommen, aber auch, da spielt jetzt tatsächlich patriarchale Ansichten eine Rolle. Wenn wenig Geld da ist, nutzt man das wenige Geld eher für die Jungen als für die Mädchen und gibt die Mädchen eben aus der Hand, dass sie anderweitig versorgt werden. Traditionen spielen eine große Rolle. Es ist eben in vielen Ländern, Kulturen noch üblich, seit Jahrhunderten, dass die Mädchen früh verheiratet werden. Und tatsächlich, ein großer Grund ist auch Bildung. Man hat herausgefunden, je weniger Bildung ein Mädchen erhält, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie vor dem 18. Geburtstag verheiratet wird. Und deswegen hat man eben gesagt, Armutsbekämpfung ist eine große, wichtige Maßnahme, um früh ihn zu verhindern. Bildungsoffensiven, aber eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor weltweit. Man muss die Gesetze anpassen, man muss das Mindestheiratsalter bei 18 festlegen. Da sind sich im Grunde weltweit alle einig, von UNICEF über Human Rights Watch, über UN-Kinderrechtskomitee, über UN-Frauenrechtskomitee. Es gab letztes Jahr bei der UN-Generalversammlung, wurden die nachhaltigen Entwicklungsziele verabschiedet. Bis 2030 ist ein Ziel, Frühehen zu eliminieren. Auch Deutschland hat das unterschrieben. Und das heißt, daraufhin haben wir auch schon im letzten Jahr eine Unterschriftenkampagne gemacht, in der wir eben fordern, auch in Deutschland muss das Mindestheiratsalter bei 18 festgelegt werden. Es darf keine Ausnahme geben. Und dann kam es eben so weit, dass jetzt auch durch die Fluchtbewegung vermehrt minderjährige Ehefrauen eben in Deutschland registriert werden. Und dass eben die Haltung von TADEFAM ganz klar, natürlich muss geschaut werden, die Ursachen müssen bekämpft werden. Es muss viel im Herkunftsland passieren durch Maßnahmen. Auch die Gesetze im Herkunftsland müssen natürlich angepasst werden. Aber solange das nicht geschieht und diese minderjährigen Ehefrauen jetzt eben in Deutschland leben, muss Deutschland auch Flagge zeigen und sagen, nein, Ehen unter 18 akzeptieren wir nicht. Deswegen eben unsere Forderung, in Deutschland nicht vor 18 heiraten und auch die im Ausland geschlossenen Ehen mit Minderjährigen nicht anerkennen. Das nochmal vielleicht zum Hintergrund, wie wir zu dieser Forderung kommen, die wir wirklich schon lange erheben. Dann aber natürlich die Frage, Gesetzesänderung ist die eine Sache, wie gehen wir in der Praxis mit diesen minderjährigen Ehefrauen um? Und da muss ich meinem Kollegen Herrn Ostrup sagen, da gehe ich mit vielen von Ihnen d'accord, was Sie jetzt eben auch geschildert haben. Eine Nichtanerkennung der Ehe bedeutet für uns um Gottes Willen nicht, dass man diese Paare gegen ihren Willen zwangsweise trennt oder scheidet. Das möchte ich hier ganz klar nochmal festlegen. Das kann nicht immer zum Wohl des Mädchens sein. Im Gegenteil, das kann auch ihr schaden. Was ganz wichtig für uns aber ist in allererster Linie, es darf keine minderjährige Ehefrau, salopp gesagt, unter den Tisch fallen. Wir befürchten, oder es ist, glaube ich, so, im Moment ist es noch kein Automatismus, dass bei der Registrierung der minderjährigen Ehefrau das Familiengericht eingeschaltet wird und das Jugendamt informiert wird. Das muss ein Automatismus werden. Das Familiengericht muss sofort einen vorläufigen Vormund bestellen und das Jugendamt muss informiert werden. Da braucht es viel Sensibilisierung, wie Sie auch richtig gesagt haben. Da braucht es dann aber auch Handlungsempfehlungen für die Jugendamtsmitarbeiter, wie sie eben vorgehen. Da gibt es unseres Wissens noch keine bundeseinheitliche Regelung. Wir kennen bisher vom Landesjugendamt Bayern eine Handlungsempfehlung und von der Senatsverwaltung Berlin, die aber auch noch unterschiedlich ausdifferenzieren. Von anderen Bundesländern kennen wir noch keine Handlungsempfehlung. Da brauchen wir dringend eine bundeseinheitliche Regelung. Wenn dann die Minderjährige eben als minderjährige Ehefrau registriert ist, muss das Jugendamt möglichst sofort, spätestens innerhalb von 1 bis 2 Tagen, diese Jugendliche aufsuchen und mit ihr reden. Und zwar außerhalb dieser Erstaufnahmeeinrichtung, möglichst in einer geschützten Einrichtung, in einer Mädcheneinrichtung zum Beispiel, ohne den Ehemann, eventuell mit dem Vormund. Und muss dann ganz genau schauen, liegt hier eine Gewaltsituation vor,
Muss sie sozusagen aus Kinderschutzgründen rausgenommen werden oder kann sie mit ihrem Willen beim Ehemann bleiben? Das ist eine Einzelfallentscheidung und da darf nicht gegen den Willen der Jugendlichen gehandelt werden. Es ist durchaus möglich, dass man auch mit dem Ehemann zu einer Vereinbarung kommt, dass auch ein Ehemann zustimmt, wenn man genügend spezialisierte Mädcheneinrichtungen hat für diese minderjährigen Flüchtlingsmädchen, wie zum Beispiel das Clearinghaus Porto Amal in Bielefeld. Von den Mitarbeiterinnen weiß ich, dass da minderjährige Ehefrauen untergebracht sind, mit Zustimmung des Ehemanns durchaus. Und da gibt es Kooperation mit dem Ehemann, es gibt kein Kontaktverbot. Es war möglich mit Zustimmung von beiden, dass das Mädchen eben speziell untergebracht wird. Das sollte das Ziel sein, aber wie gesagt, nicht gegen den Willen des Mädchens. Wenn das Mädchen jetzt tatsächlich, wenn jetzt keine akute Gewaltsituation vorliegt und das Mädchen bei dem Ehemann bleibt, sollten unbedingt aber Jugendhilfemaßnahmen initiiert werden. Das heißt, es braucht eine ganz enge, intensive Betreuung durch das Jugendamt, eventuell Einzelfallhilfe, dass wirklich geguckt wird, ganz eng, wie geht es dem Mädchen, besucht sie die Schule, welche Möglichkeiten hat man, sie zu stärken, sie auch aufzuklären über ihre Rechte, über die Rechtslage in Deutschland, ihr eben das Vertrauen zu gewinnen in das Rechtssystem und Schutzsystem in Deutschland, ihr zu vermitteln. Sie braucht in Deutschland für ihren Schutz eben nicht den Status verheiratet, sie kann sich hier ein eigenes Leben aufbauen, um sie wirklich so weit zu bestärken, dass sie dann, wenn sie 18 ist, im vollen Bewusstsein ihrer Rechte und ihrer Möglichkeiten dann frei entscheiden kann, möchte sie diese Ehe, möchte sie heiraten oder möchte sie eben selber selbstbestimmt leben, nicht verheiratet sein. Und dann ist eben auch was ich hier noch immer anmerken möchte, was ist, wenn die Minderjährige, die jetzt eben mit 15 verheiratet in Deutschland ankommt, dann 18 wird. Mädchen, die tatsächlich so unter sozialen Druck stehen, diese Ehe fortzuführen, die dann sozusagen in einer Art Zwangsbeziehung oder Zwangsehe leben müssen, die müssen natürlich geschützt werden. Auf der anderen Seite gibt es auch 18-Jährige, die sagen, okay, ich bin jetzt hier angekommen, ich habe die Sprache gelernt, ich weiß jetzt über meine Rechte, trotzdem entscheide ich mich dafür mit 18, dass ich mit diesem Mann diese Ehe, die ich im Heimatland geschlossen habe, fortführe. Da muss man beiden Konstellationen gerecht werden. Es muss für die Jugendlichen die Möglichkeit geben, mit 18 das zu entscheiden, aber es muss natürlich soweit der Schutz vorhanden sein, um eventuell eine Zwangslage zu erkennen. Das heißt, das möchte ich einfach bedenken, es könnte möglich sein, dass man eben der Jugendlichen zugesteht, zum Beispiel mit 18 ihre Ehe ins Eheregister in Deutschland einzutragen beim Standesamt. Und dann muss der Standesbeamte so gut geschult sein, wie in jedem anderen Fall auch, Anzeichen von Zwang zu erkennen und gegebenenfalls eben zum Beispiel das Familiengericht einzuschalten. Also ich will damit sagen, sobald die Minderjährige 18 ist, heißt das nicht, dass da nicht mehr geguckt werden muss. Also es geht, die Betreuung muss natürlich weitergehen und wenn Zwang vorliegt, muss die 18-Jährige auch nach SGB VIII weiter Jugendhilfemaßnahmen bekommen. Darauf hat sie Anspruch. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, das wäre mir auch noch ganz wichtig, minderjährige Mädchen, die jetzt nicht verheiratet nach Deutschland kommen, sondern im Familienverband nach Deutschland kommen, die sind hier durchaus auch gefährdet von einer Zwangsverheiratung, weil auch die Familie entscheiden kann, du bist jetzt alt genug, wir sehen unsere Ehre gefährdet, wenn du jetzt hier weiter mit Status unverheiratet, das ist für uns ein Kulturkreis nicht vorgesehen, dass Mädchen im Alter von 16, 17 nicht verheiratet sind, dass dann der Druck entstehen könnte, dass sie heiraten muss in Deutschland. Zum Beispiel in einer religiösen Zeremonie. Da eben auch die Forderung, es muss wieder das Verbot der religiösen Vorausdrückung in Deutschland eingeführt werden. Das finden wir ganz, ganz wichtig, das fordern wir auch schon seit vielen Jahren, weil diese Möglichkeit eben Zwangsheiraten Vorschub leistet. Dabei möchte ich es jetzt erstmal bewenden lassen. Danke. Herzlichen Dank. Ich darf vielleicht direkt mal nachfragen, also zwischen 16 und 18 würden Sie da nicht unterscheiden? Wir würden sagen, mit 16, 17 muss es möglich sein, im Einzelfall die beiden
zusammen wohnen zu lassen, tatsächlich sie nicht zwangsweise zu trennen. Unter 16 sollte darauf hingewirkt werden, in Zustimmung mit beiden, dass sie doch in einer Mädcheneinrichtung untergebracht wird, weil wir finden, unter 16 ist das nicht der richtige Ort, sie allein mit dem Ehemann leben zu lassen. Deswegen sollte das wirklich behutsam im Prozess, in vielen Gesprächen versucht werden, sie getrennt unterzubringen. Aber es soll nicht im Einzelfall entschieden werden können, dass die Ehe anerkannt wird, das nicht. Herzlichen Dank. Damit haben wir direkt den Bogen geschlagen zu Herrn Professor Rohe, der uns eine erste juristische Einschätzung des Themas geben wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schillen. Unser Thema ist wahrscheinlich komplexer, weil wir ja nicht über Zwangsehen im engeren Sinne sprechen. Frau Samani hat uns einen fürchterlichen Fall einer Zwangsehe mit noch verbundenen Verbrechen geschildert. Ich bewundere Ihre Größe, über diese Dinge hier gesprochen haben zu können und dass wir Mädchen und Frauen, die von sowas betroffen sind, alle denkbare Hilfe zuteilwerden lassen müssen. Das sollte sich von selbst verstehen. Im konkreten Fall vielleicht auch die Ermöglichung des alleinigen Sorgerechts von Frau Samani, dass sie ihre Kinder nach Deutschland verbringen kann. Das wäre eine konkrete Art der Unterstützung. Wir sprechen hier über minderjährige Ehen, die psychologisch anders gelagert sind. Wo die Mädchen, die jungen Frauen vielleicht unter dem Eindruck stehen, sie hätten selbst freiwillig entschieden. Wo wir aber sagen, unterhalb einer gewissen Altersschwelle ist es nicht möglich, eine Entscheidung dieser Dimension eigenverantwortlich zu fällen. Aber die psychologische Grundsituation ist eine etwas andere und das macht das möglicherweise schwierig. Übrigens, auch viele zum Beispiel islamisch geprägte Staaten haben in den vergangenen Jahrzehnten das Ehemindestalter drastisch angehoben. Das Problem ist allerdings, dass das geschriebene Recht oft deutlich anders aussieht als die juristische Praxis. Und gerade bei sozial Schwächeren, und das sind die typischen Fälle solcher minderjährigen Heiraten, zählt das Individualinteresse in der Regel wenig bis gar nichts. Deswegen das, was ich an dem Urteil, das genannt wurde, des OLG Bamberg zu kritisieren habe, ist die relativ unhinterfragte Übernahme dieser syrischen Gerichtsentscheidung. Ich bin mir durchaus unsicher, ob das Wohl des betroffenen Mädchens hier bei der Zulassung dieser minderjährigen Ehe im Vordergrund gestanden ist. Ich war nicht dabei, aber ich habe meine generellen Zweifel, ob das da eine große Rolle gespielt hat. Das sollten wir schon mit berücksichtigen. Also ich denke, es gibt ein gemeinsames Anliegen hier. Wie können wir aber auch effizient Schutz für diese Kinder, für diese Minderjährigen durchsetzen? Und da brauchen wir klare, handhabbare Regelungen. Es darf nicht zu kompliziert ausgefächert sein, aber wir brauchen ebenso auch Akzeptanz bei den Betroffenen. Das haben wir, glaube ich, von den Expertinnen und Experten hier gerade schon gehört. Wie könnte man das staffeln? Ich will kurz etwas sagen zur möglichen Anerkennung oder Nichtanerkennung im Ausland geschlossener, dort wirksam geschlossener Ehen und dann noch etwas zum Inland. Wir brauchen, glaube ich, nicht zu diskutieren, Ehen unter 14 nicht anerkennungsfähig. Ich würde auch meinen, das sind schlicht und ergreifend Nicht-Ehen. Wir haben eine klare strafrechtliche Wertung an dieser Stelle, die wir da übertragen können. Wie sieht es aus mit der Altersstufe 14 bis 16? Da hatten wir bisher eine etwas unterschiedliche Rechtsprechung der Gerichte. Ich bin der Meinung, dass das unbefriedigend ist. Die Fallzahlen sind gestiegen durch die Flüchtlingsbewegungen. Wir hatten übrigens auch schon früher solche Fälle, etwa in manchen Roma-Milieus, sogenannte serbische Hochzeit und solche Dinge. Das ist nur kaum ans Tageslicht gedrungen, weil wir es da zum Teil mit Bevölkerungskreisen zu tun haben, die sehr hermetisch leben und wo wir einfach auf eine Mauer des Schweigens stoßen. Aber sicherlich haben die Fälle zugenommen. Verwaltungen sind mittlerweile hoffnungslos überfordert mit dieser Einzelfallentscheidungspraxis. Und deswegen meine ich auf jeden Fall, unter 16 sollte nichts gehen. Das wäre eine klare Mindestgrenze. Und das ist ja immerhin auch die Mindestgrenze, die das noch geltende deutsche Recht im Paragraph 1303 BGB zieht. Was machen wir mit den Fällen 16 bis 18? Das spricht für eine generelle Nichtanerkennung das große Maß an Klarheit. Wir geben dann eine klare Botschaft ab und jedenfalls meine ich eher in der Theorie als dann in der Anwendungspraxis, könnte man das auch leicht handhaben. Aber ich fürchte in der Tat und meine eigene Praxis, ich bin auch mit einigen Fällen schon konfrontiert worden, deckt sich mit dem, was wir vorher schon gehört haben. Es wird uns der faktischen Probleme wahrscheinlich nicht entheben.
Deswegen ist schon zu überlegen, wie können wir einerseits effizienten Schutz gewähren, das ist unerlässlich, aber andererseits die Menschen erreichen und die Menschen davor bewahren, dass sie schlicht abtauchen. Dann erreichen wir sie nämlich überhaupt nicht mehr und das ist eine durchaus realistische Alternative. Für unerlässlich halte ich es, wie es Frau Michel auch formuliert hat, dass sofort, sobald wir eine Information darüber erhalten, dass hier eine Minderjährige betroffen ist, dass sofort die Jugendschutzbehörden eingeschaltet werden und auch sofort Eingriffsbefugnisse haben. Und dass sofort gerichtliche Kontrolle des Ganzen hergestellt werden kann. Ich halte es auch für vernünftig, solche Ehen im Grundsatz nicht anzuerkennen. Im Grundsatz nicht anzuerkennen, aber eine Tür offen zu lassen für Härtefälle. Wir haben schon auch die Situation, dass Menschen sich gemeinsam auf die Flucht begeben, dass eine solche Ehe eingegangen wird, das Stichwort fiel vorher schon mal, Schutz der Betroffenen, weil der Ehemann dann eben sozusagen den Schutzfaktor darstellt. Die sind ein Jahr oder noch länger gemeinsam unterwegs und haben bei Gott viel im Handgepäck an gemeinsamen Erlebnissen. Wenn die sich jetzt sehr bewusst hier entscheiden, wir möchten zusammenleben, dann ist das etwas, was wir nicht in jedem Einzelfall, denke ich, ignorieren können. Und gerade der Bamberger Fall zeigt das ja. Die junge Frau, seit man die auseinandergenommen hat, verweigert sich offenbar jeglicher Hilfsmaßnahme. Das kann, denke ich, auch nicht in unserem Interesse liegen. Also eins ist klar, wir müssen klare, deutliche Botschaften unseres Rechts aussenden, aber wir sollten uns ebenso sehr bemühen, diese Botschaften auch tatsächlich an den Mann und vor allem auch an die Frau, an die junge Frau zu bringen. Wir sollten aus meiner Sicht unterscheiden zwischen den Inlandsfällen und den Auslandsfällen. Im Inland bin ich mit Frau Michel, wir sollten den 1303 streichen, auf den können wir verzichten. Und dann hätten wir auch eine klare Aussage für internationale Sachverhalte. Das wäre sozusagen unser neuer Ordre Public Mindeststandard dann, generell 18. Das würde wohl auch diesen internationalen völkerrechtlichen Bemühungen entsprechen. Einige europäische Staaten sind da ja schon vorangegangen. Aber in Auslandsfällen, in grenzüberschreitenden Fällen, da gilt das internationale Privatrecht. Seit über 100 Jahren haben wir uns daran gewöhnt, dass wir bereit sind, ein gewisses Maß an rechtskulturellen Unterschieden hinzunehmen. Warum? Weil wir das Vertrauen der Betroffenen schützen möchten in einmal entstandene Rechtsverhältnisse. Das heißt, der Grundsatz ist die Anerkennung und die Nichtanerkennung ist die Ausnahme. Das ist das eherne Prinzip des internationalen Privatrechts. Das internationale Privatrecht schaut auf den Einzelfall. Wir prüfen nicht abstrakt fremde Normen auf Rechtskompatibilität, sondern wir prüfen deren Anwendungsergebnis im konkreten Fall. Wir schützen nicht abstrakt, wir schützen konkret. Das heißt, selbst wenn wir in einer Norm abstrakt eine Menschenrechtsverletzung erkennen, aber das Ergebnis neutral ist oder vielleicht sogar zugunsten des Opfers dieser abstrakten Menschenrechtsverletzung wirkt, dann wäre es im Grunde eine Doppelbestrafung, wenn wir jetzt auch dieses Ergebnis nicht anerkennen würden. Also ich glaube, diese Mühe haben wir uns seit vielen Jahrzehnten gemacht im Einzelfall und wir sollten das auch weiterhin tun. Gestatten Sie einem Hochschullehrer auch, wir hätten sonst an der Stelle einen deutlichen Bruch mit der Rechtssystematik des IPR. Wenn wir an der Stelle sagen würden, auf einmal sind die deutschen Maßstäbe uneingeschränkt international verbindlich, dann würden wir uns von diesem ehernen Grundsatz Hinnahme eines gewissen Maßes an Unterschieden, das ist die Lebensgrundlage des IPR, an der Stelle verabschieden. Also das hätte vielleicht auch weitere systematische Auswirkungen in die Rechtsmaterie hinein überhaupt. Wir müssten, denke ich, zudem befürchten, und dafür gibt es sehr konkrete Anhaltspunkte, wenn wir überhaupt keine Anerkennungsmöglichkeit im Härtefall schaffen, dass uns die Leute schlicht abtauchen. Dass uns die Leute entweder abtauchen oder zum Beispiel gefälschte Dokumente vorlegen. Die vorhandenen Dokumente nicht mehr da sind, die Leute sich älter machen. Ich habe einen ziemlich dramatischen Fall aus der Erlanger Umgebung in diesem Zusammenhang auch, wo man versucht, staatliche Hilfe zu geben, man aber sehr schnell auf Ablehnung stößt, wenn nämlich die Betroffenen partout zusammenbleiben möchten. Und dafür kann es im Einzelfall respektable Gründe geben. Aber nochmal, wenn man sich entschließt, eine solche Härtefallregelung durchzusetzen und wir werden faktisch ohnehin nicht drumherum kommen, Stichwort Aufenthaltsbestimmung, Stichwort nicht zwangsweise in jedem Einzelfall die Leute trennen, dann wird dieser Arbeitsaufwand ohnehin entstehen, aber dann meine ich, wäre es systematisch vielleicht passender von vornherein dann auch im Ausnahme-Härtefall eine Anerkennung zu ermöglichen. Zu den Eheschließungen im Inland habe ich schon etwas gesagt und jetzt kommt dann noch die mögliche Ausweichstrategie von
Stichwort war gefallen, religiösen Ehen. Ich würde das gerne erweitern. Das islamische Recht beispielsweise sieht keine religiöse Eheschließung als konstitutive Voraussetzung vor. Nach islamischem Recht wird die Ehe durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Betroffenen bzw. dem entsprechenden Ehevormund geschlossen. Übrigens auch in Roma-Verhältnissen ist es zum Teil eine kulturelle Praxis und keine religiöse Praxis. Also wenn wir da nur an die Religion anknüpfen, dann treffen wir eine Menge Fälle nicht. Ich weiß aus dem UK beispielsweise, dass oft unter Muslimen Ehen im privaten Kreis geschlossen werden. Da brauchen sie zwei Zeugen dazu. Und vielleicht ist noch ein Imam da, aber vielleicht ist auch keiner da. Konstitutiv ist das nicht. Das heißt, wenn das verboten werden soll, dann müssten wir eine Gesetzesformulierung finden, die auch kulturell geprägte Eheschließungen erfassen, die die Wirkungen einer Ehe in unserem Sinne erzielen. Das dann in der Praxis sehr stark greifen wird, da habe ich so meine Zweifel. Man kann damit ein gesetzgeberisches Signal vielleicht aussenden, aber ich würde nicht annehmen, dass sehr viele Fälle aktenkundig werden würden, weil typischerweise darüber nicht gesprochen wird. Übrigens müssten wir vielleicht noch mitbedenken, dass wir eine Personengruppe treffen, die wir gerade so noch nicht auf dem Schirm haben, nämlich nicht wenige junge Leute im Inland, beispielsweise muslimischen Glaubens, und das weiß ich aus unseren Forschungen im Land Berlin im vergangenen Jahr, diese Leute gehen eine religiöse Ehe ein. Die meisten muslimischen Organisationen beteiligen sich nicht an sowas, sondern die verlangen eine vorherige Zivilehe. Aber es gibt manche, die sehen das nicht so eng oder sie nehmen gar keine religiöse Person dazu. Warum? Weil sie mal ausprobieren wollen, ob sie gut zusammenleben können, weil sie nicht eine Zivilehe eingehen wollen, aus Sorge, dann kommt ein teures Scheidungsverfahren schnell hinterher, weil sie aber andererseits den sozialen Konsens ihrer Familien erzielen wollen, dass sie schon zusammenleben dürfen. Das heißt, die islamische Ehe beruhigt die Familie, führt aber nicht zu Rechtsverbindlichkeit. Diese Fälle sind nicht selten und sie nehmen zu in mehreren europäischen Ländern. Natürlich sind die Beteiligten rechtlos. Wie wir hören, ist die Beliebtheit dieses Vorgehens bei den jungen Männern auch höher als bei den jungen Frauen. Und wie wir auch hören, die heiraten dann doch öfter mal, wenn Kinder kommen oder wenn sie eine gemeinsame Immobilie erwerben, das sozusagen willkommen in der mitteleuropäischen Normalität, das ist die gängige Praxis hier. Wenn wir ein solches Voraustrauungsverbot schaffen würden, dann müssen wir mitbedenken, dass wir diesen Personenkreis dann auch mittreffen würden. Die Interessen, meine ich, hängen da nicht allzu hoch, aber es wäre jedenfalls das Nachdenkenswert, ob man das so möchte. Also summa summarum, ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass wir maximal effizienten Schutz brauchen, aber der Teufel, wie so oft, steckt im Detail. Und die ganz klare, einfache Lösung sehe ich mit keinem einzigen Reglement. Wir können nur versuchen, uns anzunähern an die bestmögliche Lösung. Dankeschön. Herzlichen Dank. Last but not least hat dann Herr Pausback das Wort. Bitte? Die CSU-Kollegen bezeichnen das schon vorab als Höhepunkt. Aber informativ wird das mit Sicherheit werden. Ja, liebe Frau Schön, erwarten Sie nicht zu viel von mir, aber ich möchte Ihnen jetzt vor dem Hintergrund dieser eindrucksvollen Stellungnahmen und dem, was hier auch an persönlichen Einzelschicksalen zum Ausdruck kam, und Frau Zamani, möchte ich ausdrücklich auch noch mal sagen, ich persönlich bin tief beeindruckt davon, dass Sie Ihr Schicksal hier so offen darlegen. Das ist sicher nicht einfach, aber es ist für uns wichtig. Ich möchte Ihnen ganz am Anfang vielleicht kurz mal erläutern, wie ich zu dem Thema Kinderehe als Rechtspolitiker gekommen bin. Nicht so, dass man sich da als theoretischer Jurist irgendwie mit seinem Stab im Büro zusammensetzt und sagt, jetzt, was können wir denn für Probleme lösen, sondern ich bin ganz konkret auf das Thema gekommen, wie ich in der Nähe meiner Heimatstadt eine Notunterkunft im letzten Sommer besucht habe, weil ich wissen wollte, was da jetzt passiert, eine Turnhalle, wo knapp 200 Flüchtlinge untergebracht waren. Mich hat der ansässige Bürgermeister geführt, also der unter einem Oberbürgermeister, dritte Bürgermeister sozusagen, der dafür zuständig war, übrigens von der SPD. Aber wir verstehen uns recht gut und da hat dann gesagt, ja, es ist also toll, was da geleistet wird. Und wie ich den Rundgang beendet habe, muss ich auch sagen, was die Ehrenamtlichen da geleistet haben, alle Achtung. Aber so uneingeschränkt, unproblematisch war das nicht, was ich da alles mitbekommen habe. Von
Konflikten zwischen wenigen Christen und Mohammedanern, die da waren, von drei Personen, die bei Zerstörungsvideos des IS applaudiert hatten, wo man dann überlegt hat, was kann man da tun, Verfassungsschutz mal informiert, von einer Verteilversuchsaktion eines Lease-Projekts bis hin zu einer Kinderehe. Ich bin also reingegangen und haben uns kurz mit Ehrenamtlichen unterhalten und dann sagte mir der Bürgermeister, wir sind per Du, also Winfried, mit dem Mann, mit dem haben wir ja so Schwierigkeiten bekommen, aber das blöde Jugendamt. Und ich sagte, was hat denn das Jugendamt gemacht, was ist denn da los? Er sagte, ja, der Mann kam hier an und hat ein Mädchen mitgebracht. Einschätzung war 13, 14 oder 15. Er hat gesagt, das ist meine Ehefrau. Das Jugendamt hat davon Wind bekommen, hat gesagt, wir nehmen die Hand drauf. Und dann gab es Konflikte, weil das Mädchen wollte bei dem Mann bleiben und der Mann, aber auf der anderen Seite von den Grundsätzen des Jugendschutzes her, meine ich, kann man dem Jugendamt keinen besonderen Vorwurf machen, ganz im Gegenteil. Ich habe mir das mal überlegt und ich habe das Mädchen nicht gesehen, den Mann habe ich im Vorbeigehen gesehen. In meiner Einschätzung war er um die 30, aber kann mich da auch täuschen. Aber das hat mich dann schon mal zum Nachdenken gebracht. Ich habe dann bei der Sozialministeriumskollegin nachgefragt, ob sie denn irgendwelche Statistiken hat. Im letzten Jahr war eine Situation in Bayern, ich sage aus meinem Bereich, wir hatten im Jahr 2015 16.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in Bayern ankamen und die von den bayerischen Amtsgerichten dann vormundschaftsrechtlich betreut werden mussten. Ich habe mir Situationen in Passau und in Rosenheim zum Beispiel auch angeschaut. Wir haben einen Rechtskunde und einen Recht für Flüchtlinge aufgelegt. Ich war bei drei Veranstaltungen dabei, auch da habe ich junge Leute kennengelernt. Ich habe mir einen Eindruck verschafft. Und dann bin ich nachdem ich Zahlen von der Kollegin bekommen habe, die nicht wirklich belastbar sind, weil es eine Dunkelziffer gibt und weil in der Situation des letzten Jahres ja auch nicht alles so ganz klar war. Aber wir haben uns dann das Problem mal angeschaut. Herr Professor Rohr, natürlich gab es in der Vergangenheit einzelne Fälle. Übrigens ganz unterschiedlich entschieden, wenn man mal über der Grenze von 13 drüber war. Da gibt es Einzelfälle, wo ein hier lebender Ausländer in sein Heimatland gefahren ist und dort ein 14-jähriges Mädchen geheiratet hat, zurückkam und dann die Frage aufgetaucht ist der Anerkennung dieser Ehe im Rahmen eines Verfahrens. Gab es andere Fälle von 15-Jährigen, von 13-Jährigen, die Rechtsprechung hatte. Bei den 13-Jährigen habe ich keinen Fall gesehen, Sie korrigieren mich, der anerkannt wurde. Bei 14 aufwärts wurde es schwierig, Einzelfälle. Aber die sind im Kommentar zu lesen, in den einschlägigen Kommentaren, und es sind an einer Hand abzuzählen. Durch die Flüchtlingssituation, meine Damen und Herren, sind es nicht mehr Einzelfälle. Und deshalb habe ich mich auch mit dem nordrhein-westfälischen Kollegen Kuschati, ausgetauscht und dann auch mit dem Bundesminister Maas. Und ich bin sehr froh, dass wir da eine Arbeitsgruppe, Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet haben, die jetzt versucht, Lösungen zu finden. Bei all dem Eindruck der Einzelfälle und dem Herrn von der Caritas, also ich bin wirklich auch beeindruckt, was die Caritas auch in Bayern geleistet hat im Flüchtlingsbereich. Nur von der Einschätzung her, die Frage des Aufenthaltsbestimmungsrechts, das ist nicht einheitlich geregelt, nicht einheitlich in der Rechtsprechung so gehandhabt, dass das, dass dann wirklich das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei der Betreuerin liegt, sondern da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Das müssen wir wissen. Und ich meine auch, dass wir uns überlegen müssen, wie geht es auch in der Entwicklung weiter. Werden die Fälle zum Beispiel zunehmen von Menschen mit Migrationshintergrund, die dann in einigen Jahren von uns aus wieder in ihre Heimat zurückfahren und wie Fälle, die es in der Vergangenheit kamen, dann mit einer Kinderehe zurückkommen.
Herr Professor Rohr hat gesagt, und das teile ich, wir sollten schon eine gewisse Differenzierung einlegen. Für mich ist die Einsichtsfähigkeit einer unter 16-Jährigen eine andere als zwischen 16 und 18. Ich bin nicht gegen eine Veränderung im nationalen Ehemündigkeitsrecht. Von mir aus können wir auf die 18 gehen. Nur über eines muss uns klar sein, die Situation einer Ehe unter 16 ist eine andere als die zwischen 16 und 18. Und die sollte es auch, wenn es um die Auslandsehe, und darauf will ich mich jetzt mal konzentrieren, weil das ist das Problem, was im letzten Jahr mit der Flüchtlingskrise hier bei uns angekommen ist. Was bei dieser Ehe unter 16, die im Ausland geschlossen ist, was da zu gelten hat. Und ich würde Herrn Professor Rohe bitten, mich zu korrigieren, aber wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, anhand eines Beispielsfalles, syrisches Ehestatut. Grundsatz bei, ich glaube, bei Schiiten, es ist ein geteiltes Statut, wenn ich mich richtig erinnere, bei Schiiten zwar grundsätzlich 18 Jahre, aber bei Mädchen bis zu 12 Jahre Ausnahmemöglichkeit. Eine Ausnahme kann gemacht werden, meine Damen und Herren, wenn entweder der Vater oder der Großvater zustimmt. Die Mutter hat nichts zu sagen. Die Ehe wird geschlossen vor einem, glaube ich, islamischen Geistlichen in Anwesenheit von einem männlichen oder zwei weiblichen Zeugen. Und bei Mädchen ist eine Ausnahme bis zu 12 Jahren erlaubt. Bei Jungs sind es, glaube ich, 15 Jahre. Nur, dass Sie mal wissen, was für Regelungen da sind. Ich bin ein großer Fan des Kollisionsrechts, des internationalen Privatrechts, aber ich weiß auch, dass wir den Ordre Republik haben, um eine absolute Grenze unseres Grundrechtsverständnisses durchzusetzen. Und es gibt im Artikel 13 EGBGB, jedenfalls nach einer Meinung, der ich angehöre, schon jetzt Konkretisierungen unseres Ordre Republik, wo der parlamentarische Gesetzgeber gesagt hat, das ist so zentral, das regeln wir auch, was unser Ordre Republik sagt. Und meine Damen und Herren, im Ziel sind wir uns ja einig, Kinderehen zu bekämpfen. Und ich meine, wir brauchen hier eine klare, handhabbare Regelung, wo wir für die Ehen unter 16 eine auch handhabbare Lösung haben für unsere Praktiker vor Ort. Und ich bin sehr dafür, dass wir den Einzelfall dann sozial abfedern. Aber ich bin nicht dafür, dass wir, weil das überfordert unsere Standesämter, das überfordert unsere Jugendämter, dass wir dem einzelnen Beamten aufbürden, bei einer Ehe unter 16 zu entscheiden, ob da eine freie Willenszusammenkunft stattgefunden hat, bei denen, die jetzt unter 16 nach Deutschland reinkommen. Nicht bei denen, die vor Jahren mal mit 14 geheiratet haben und dann seit 10 Jahren zusammenleben. Das ist ein anderer Fall. Aber bei denen, die zu uns reinkommen, die unter 16 sind, da meine ich, sollten wir eine klare Kante zeigen. Und diese klare Kante liegt aus meiner Sicht darin, dass wir das Mädchen von vornherein von den rechtlichen Bindungen dieser Ehe freistellen. Eine Frage einer Anerkennungslösung hat aus meiner Sicht verschiedene Problemstellen, die juristischer Art sind. Beispielsweise müsste man sich überlegen, ob nicht für eine Eheaufhebung, selbst wenn wir sagen, das ist grundsätzlich aufzuheben. Ein Jurist denkt übrigens bei grundsätzlich anders als die normal denkenden Menschen nicht, dass das immer so ist, sondern der Jurist denkt bei grundsätzlich immer an die Ausnahmen. Das heißt, grundsätzlich heißt ja schon, da soll es Ausnahmen geben. Aber wenn Sie Ihr Eheaufhebungsverfahren machen, dann bräuchten wir erstmal die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte. Und nach dem EU-Recht ist eine internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte normalerweise erst gegeben, wenn ein gewöhnlicher Aufenthalt begründet ist. Das heißt, Sie würden zunächst einmal 3 bis 6 Monate brauchen, bis überhaupt die Zuständigkeit für diese Aufhebung da ist. Meine Damen und Herren, das ist aus meiner Sicht nicht richtig, sondern wir sollten, wenn hier eine Kinderehe ankommt, wir sollten die Interventionsmöglichkeit unserer Behörden vom ersten Tag an, wenn jemand hier seinen gewöhnlichen Aufenthalt begründen will, dadurch schaffen, dass wir sagen, diese Ehe ist aus unserer Sicht eine Ehe unter 16, eine Nicht-Ehe. Und jetzt kann man natürlich sagen, dann kriegen wir Dunkelziffer. Meine Damen und Herren, Bayern war das erste Land der Bundesrepublik Deutschland, was sich mit dem Thema der Paralleljustiz beschäftigt hat.
wo es um diese Dinge und vieles andere geht. Wir haben einen runden Tisch, wir haben Handlungsanweisungen, wir machen da was. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Recht national wie international eine Steuerungswirkung hat. Es gibt nicht nur die normative Kraft des Faktischen, sondern es gibt auch eine faktische Kraft des Normativen, hat man von Weizsäcker gesagt. Und das ist richtig. Und bei diesem Punkt, einer Ehe unter 16, möchte ich, dass das deutsche Recht eine klare Regelung trifft. Wir haben einen Vorschlag in der Arbeitsgruppe auch unterbreitet. Mir ist klar, dass man dann da auch Gegenargumente bringen kann, aber aus meiner Sicht sollten wir es so regeln, dass für die Fälle, wo unter 16-jährige Personen hier ins Inland einreisen, dass wir eine Konkretisierung im Artikel 13 des BGB des Orthopädie vornehmen, wo wir sagen, dass für diese Personen unter 16, die nach Deutschland einreisen, um einen gewöhnlichen Aufenthalt zu begründen, das deutsche Ehefähigkeitsalter gilt. Und dann bräuchten wir im bürgerlichen Gesetzbuch noch eine Regelung, die sagt, wenn eine Ehe zum Zeitpunkt, die Eheschließung das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, dass diese Ehe dann als nicht geschlossen gilt. Damit hätte ich für den Kreis ein klares rechtliches Signal. Das bedeutet nicht, dass man nicht im Einzelfall dann über die Jugendhilfe die Verbindungen aufrechterhalten kann. Das bedeutet nicht, dass keine Unterhaltsansprüche mehr da wären für ein Kind. Aber es bedeutet auch nicht, dass die beiden Partner nicht wieder heiraten können, wenn sie dann 18 sind oder 16. Also 18, ich wäre auch dafür, dass man es hier auf 18 hochsetzen generell. Aber wir hätten eine klare, handhabbare Lösung für die Praxis hier, für die Behörden. Und nach dem beeindruckenden Vortrag von der Vertreterin von Terre des Hommes, deren Engagement ich in dem Bereich wirklich... Entschuldigung. Französisch war schon immer eine Schwäche bei mir. Und am letzten Diktat in der Schule nach 3 Jahren stand Grand Katastrophe. Also, ich meine, es wäre auch ein wichtiges Signal nach außen. Natürlich braucht man die Education. Natürlich braucht man diese ganzen Maßnahmen in den Ländern der Aufklärung. Aber wenn nicht wir als westliche Demokratie, die ein archaisches Rechtsverständnis schon jetzt doch, Gott sei Dank, lange Zeit hinter sich gelassen hat, wenn wir nicht klar dann ein rechtliches Signal aussenden und auch sagen, diese Ehen sind nicht Ehen, wer soll denn dann überhaupt für eine solche Position wirksam eintreten? Deshalb meine ich, ist es die klarste und richtigste Linie eine solche Nichtigkeitslösung. Und aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, ist jeder Tag, und es wären bei Aufhebungslösungen oder man muss sich sehr, sehr anstrengen und verrenken, wären das doch einige Tage. Jeder Tag, in der eine solche Verbindung unter 16 besteht, ist ein Tag zu lange aus der Sicht eines Grundrechtsverständnisses, was dem Minderjährigenschutz als Aspekt der Menschenwürde, als Aspekt der Freiheit, des Gesundheitsschutzes, der freien Entwicklung des Kindes, einen hohen Stellenwert, einen sehr, sehr zentralen Stellenwert aus meiner Sicht einräumt, ist eigentlich ein Tag zu viel. Dabei möchte ich es an der Stelle belassen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Staatsminister, herzlichen Dank auch für Ihre Ausführungen. Ich habe gleich mehrere Fragen, ich selbst, aber auch im Publikum. Der Michael Friemel hat sich gemeldet, die Kollegin hat sich gemeldet. Hier ist ein Saalmikro und Michael, das nächste ist da hinten. Das ist vielleicht, kann dir gleich das Wort geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe
Gäste am Podium, herzlichen Dank. Ich war noch gar nicht ganz bereit mit dem Ende meiner Wortmeldung, weil in der Tat der strategische Höhepunkt mit dem Herrn Staatsminister am Ende kam. Ich hätte trotzdem zwei Fragen. Wir sind, und das ist manchmal bei so einer Zusammenkunft natürlich schwierig, weil man mit dem direkten Erlebnis des Persönlichen konfrontiert in der Politik solche Dinge nach oben vereinfachen muss, damit wir eine Regelung auf den Weg bringen können. Und vielleicht kann man der Politik vor allem den Vorwurf machen, dass wir wieder einmal ausgelöst durch eine Folge einer sogenannten Flüchtlingskrise uns mit diesem Thema beschäftigen. Allerdings mit einem Thema, das die deutsche Politik und vor allem aber auch die Länder ja in ihrer Mitnahme durchaus schon seit Jahren kennen. Und ich darf deshalb bloß zwei kleine, will mich da nicht lange aufhalten, aber zwei kleine Bemerkungen mit den dazugehörigen Fragen anschließen. Herr Professor Rohe, vielen Dank für den Hinweis und auch das deutliche Bekenntnis zu sagen. Also auch im Hinblick auf internationales Privatrecht geht es um die Frage Nichtigkeit unterschiedlicher Altersstufen, die nicht kollidieren mit unserer Auffassung, ob jetzt beim Strafrecht oder in anderweitigen Zusammenhängen, sondern ganz im Gegenteil, wir würden mit dieser Form von, jetzt übersetze ich es einmal ganz einfach, Nichtigkeitslösung auch hier tatsächlich das entscheidende Ziel treffen. Das wirkliche Argument der sozialen Folge. Ich weiß, dass man da einen Rechtswissenschaftler immer schwierig anfragt, wenn man ihn damit konfrontiert. Aber sehen Sie denn überhaupt die Brücke zu sagen, wenn ich eine Nichtigkeitslösung bei einer Ehe, die im Ausland mit einem der Beteiligten unter 16 oder in dem Fall dann auch unter 14 geschlossen wurde, wirklich so als so wesentlich an, wenn man davon ausgehen muss, dass es sich tatsächlich um einen Flüchtling handelt, dann hätte nach meiner Auffassung wir es damit mit einem unbegleiteten minderjährigen Flüchtling zu tun, in dem Moment, in dem er tatsächlich als nicht verheiratet gilt. Darf ich Sie da noch um eine Einschätzung bitten, weil das für mich eine Voraussetzung wäre, diesem Argument zu sagen, naja, da stürzen dann, es sind meistens natürlich Mädchen, da stürzen die dann in eine soziale, nicht kalkulierbare Folge. Und den Herrn Staatsminister würde ich um eine Einschätzung bitten, bei der, auf die wir immer tauchen. Das war der erste Satz auch von Herrn Professor, nämlich die Tatsache, wo kriegen wir die Information eigentlich her? Wenn jemand kommt, dann schlägt das Problem auf, weil wir eigentlich nicht wissen, ob beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ob bei welcher Behörde auch immer, denn grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass ein verheiratetes Mädchen unter 18 nicht automatisch dem Jugendamt zur Organisation und Betreuung anfällt. Und deshalb die entscheidende Frage, was müssen wir an den Informationsflüssen ändern, damit wir dieses Problems überhaupt gewahr werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegen, gleich im Anschluss. Ja, Jutta Eckenbach, stellvertretendes Mitglied im Familienausschuss und komme aus dem Ruhrgebiet. Ich bin erstens sehr dankbar, dass wir das Thema jetzt auch in Berlin diskutieren, weil aus dem Ruhrgebiet weiß ich, dass wir nicht das Problem erst haben seit der Flüchtlingskrise, sondern dass wir es eben halt schon viel länger kennen in Deutschland, aber dass es jetzt auch wirklich zum Thema gemacht wird. Ich würde ganz gerne das Thema auch nochmal in zwei Bereiche teilen. Einmal nämlich den Bereich der rechtlichen Bewertung an der Stelle, da will ich mich auch raushalten, weil Anwältin bin ich nicht, das kann ich auch nicht beurteilen, deswegen dazu nichts. Aber das noch einmal, was wir auch aus Jugendhilfesicht tun können und auch aus der Frage heraus untertauchen. Mich gemeldet bei Ihnen, weil Sie gesprochen haben davon, dass wir eher anerkennen, auch überlegen müssen bei akuter Gefahr. Aus der Jugendhilfe weiß ich nun mal, dass wir bei akuter Gefahr, sag ich mal, doch sehr große Repressionen des Einzelnen sehen müssen. Ich glaube, wenn wir über Kinderehen nachdenken, bis zum 16. Lebensjahr haben wir es sehr viel auch mit psychischer Gewalt zu tun. Also gar nicht mal mit sichtbarer Gewalt an den Stellen. Und da wäre für mich nochmal eine Frage, wie kann ich das eigentlich herausbekommen? Denn hier werden ja Kinder, selbst wenn sie sagen, ich bleibe bei meinem Mann, hat das ja eine Ursache, die nicht daraus begründet ist, dass sie wirklich bei dem Mann bleiben will, sondern dass sie einfach ein Stück weit Sicherheit hat an der Stelle. Und damit wird sie ja in eine Ehe hineingetrieben oder in einen Bereich hineingetrieben, der sie sehr schädigen kann und der ja auch nachhaltige Schwierigkeiten bedeutet. Denn sie übernimmt es ja. Sie übernimmt es ja nicht nur jetzt, sondern wir haben in der zweiten, dritten Generation feststellend ja schon diese Problematik.
Und da würde ich ganz gerne noch einmal den Fokus etwas eher noch mal drauflegen wollen. Wie kriegen wir es denn hin? Auch im Föderalismus. Jedes Jugendamt, jedes Land macht es anders. Wie bekommen wir denn dann hier hin, dass wir einheitlich an der Stelle erstens relativ zügig in die Registrierung wird noch gehen, aber auch einheitliche Standards hier bekommen an der Stelle. Also einheitliche, wirklich Jugendhilfestandards, die genau uns an dieser Stelle helfen würden, auch nachhaltig diese Ehen, die immer wieder hervorkommen und immer wieder auftreten, entweder fährt man wieder zurück, ich kenne das aus meinem Bereich Essen, da sind die jungen Mädchen eben halt geschickt worden ab dem 12., 10. Lebensjahr wieder zurück in ihre türkischen Gebiete hinein und sind dann dort zwangsverheiratet und wieder zurückgekommen. All das kann uns ja passieren. Und deswegen jetzt noch einmal an der Stelle zu gucken, wo kann der Bundesgesetzgeber da wirklich noch einmal Einhalt gebieten und wie können wir dort auch Stellschrauben drehen, dass wir eben halt wirklich zu Lösungen kommen und nicht nur zu rechtlichen Bewertungen, die die Lösungen letztendlich an der anderen Stelle ein Stück weit zurückstellen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dann würde ich ganz zuerst das Wort geben, Professor Rohe und dann Herrn Ostrup. Das Thema soziale Katastrophe bei Annahme einer Nichte. Es hat sich herauskristallisiert, glaube ich, unter 16. Das ist, 16 ist schon ein deutlicher Schwellenwert und die Verhältnisse unter 16 sind anders als die über 16. Wenn ich die Diskussion so recht sehe, glaube ich, ist vor allem doch wichtig, dass wir eine Eingriffsnorm haben, die es in diesen Fällen möglich macht, dass sofort ab dem ersten Tag die Jugendschutzbehörden automatisch zuständig sind für den Sachverhalt. Das ist der Kern des Ganzen. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schrecklich wichtig oder müsste überdacht werden, ob wir da zum Verdikt einer Nicht-Ehe kommen müssen oder ob wir parallel ein Aufhebungsverfahren, da bin ich nicht festgelegt inhaltlich. Entscheidend scheint mir vor allem zu sein, dass sofort der Schutz greift, ab Tag 1. Und ich habe die Ahnung, dass wir das leichter an die Betroffenen bringen, wenn sie die Möglichkeit haben, angehört zu werden. Das gilt natürlich insbesondere für die Frage der Härtefallanerkennung über 16. Die Leute sind mittlerweile ganz gut vernetzt. Also wenn irgendwo eine Entscheidung fällt, das wird kommuniziert. Wenn es keine Möglichkeit gibt, im Einzelfall angehört zu werden, dann dürfen wir erwarten, dass die Leute versuchen, von vornherein Umgehungsstrategien zu fahren. Während wenn wir ein Stück weit die Tür öffnen und sagen, im Einzelfall können wir mit dieser Situation leben, aber unter obligatorischer Aufsicht, und zwar gerne wegen mir dann bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, dann ist das ein Sachverhalt, den wir vielleicht auch deutlicher kommunizieren können. Ein Hauptproblem, das wir haben im interkulturellen Rechtsdialog, ist, dass diese Familienangelegenheiten in vielen Teilen der Welt als reine Privatsache angesehen werden. Das heißt, die Intervention des Staates wird als Einmischung in innere Angelegenheiten verstanden. Das heißt, wir müssen vor allem auch kommunizieren, warum der deutsche Staat da stark sein möchte. Nämlich, weil er die Schwachen schützen will in diesen Verhältnissen. Na, das haben wir ja hier zum Teil schon in Fällen häuslicher Gewalt, wenn die Polizei vor der Tür steht und der Mann sagt dann, es ist meine Frau. Und versteht nicht, warum wir uns dann trotzdem für den Sachverhalt interessieren. Das ist eine entscheidende Kommunikationsschwelle. Aber nochmal, die können wir nur überwinden, wenn wir den Leuten institutionell überhaupt die Möglichkeit geben, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir Gesprächssettings haben, in denen die Schwächeren, das sind dann in der Regel die jungen Frauen, die Mädchen, die Möglichkeit haben, sich tatsächlich offen zu artikulieren. Also wenn da der Ehemann daneben sitzt, ist es nicht die beste Lösung oder dolmetscht oder ähnliches mehr. Aber wir haben mittlerweile eine Menge Expertise im Bereich von Anhörungen, gerade von Jugendlichen, auch aus bestimmten kulturellen Milieus, wie wir es hinbekommen, dass wir jedenfalls in vielen Fällen dann das herausfinden, was wir herausfinden möchten. Meine Erfahrung ist, und ich habe ein paar Jahre meines Lebens auch in orientalischen Ländern verbracht, wenn wir Menschen einerseits sehr deutlich machen, aus welchen Gründen wir unser Recht so gestaltet haben und dass wir darüber nicht verhandeln werden, dass wir sie aber als Menschen mit ihren konkreten Anliegen wahrnehmen und anhören, dann haben wir die besten Chancen, jedenfalls in vielen Fällen zu den guten Lösungen zu kommen. Und deswegen sollten wir das Recht auch möglichst danach formen. Herzlichen Dank. Ich würde gerne beim rechtlichen Komplex erstmal kurz bleiben und dann nochmal zu dem Thema, was die Kollegin Eggenbach angesprochen hat, Jugendhilfe, wie betreuen wir die Jugendlichen danach gehen. Stefan Habert hatte sich dazu gemeldet und Herr Professor Bausbach. Ich
Ich wollte nur ein paar Gesichtspunkte ansprechen. Zunächst wollte ich aber noch, weil ich vor dem Zeitpunkt der Eröffnung noch keine, der Veranstaltung noch keine Gelegenheit dazu hatte, für die Bundesregierung noch Frau parlamentarische Staatssekretärin Wittmann-Mautz sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass auch die Bundesregierung vertreten ist. Ich wollte zunächst nur mal eingehen, Herr Professor Rohr, auf die Ausführungen, die Sie vorhin vorgenommen haben, mit Blick auf die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Rechtsfiguren aus einer fremden Rechtsordnung um? Wie machen wir das im Ort Republik? Machen wir das einzelfallbezogen oder machen wir das im Rahmen einer zugegebenermaßen etwas generalisierenden Gesamtbetrachtung? Und es ist selbstverständlich klar, dass das internationale Privatrecht historisch im Rahmen des Ort Republik eigentlich eine Einzelfallbetrachtung gemacht hat. Aus meiner Sicht ist das auch nachvollziehbar, wenn eine Gesellschaft mit einigen Fällen konfrontiert ist. Ich glaube aber, dass es dann irgendwann einen Moment gibt, an dem auch Rechtsfiguren in einer Gesellschaft in einer solchen Zahl anzutreffen sind, dass man sich dann, glaube ich, doch auch als Gesetzgeber überlegen muss, ob man nicht doch in irgendeiner Weise eine generelle Regelung vorsieht. Wir machen das ja im nationalen Recht auch so, dass wir sagen, die Volljährigkeit tritt mit 18 Jahren ein, unabhängig davon, ob der irgendwie vielleicht mit 19 noch Flausen im Kopf hat oder ob er schon mit 17 irgendwie ganz weit entwickelt ist. Wir machen das auch im Augenblick im nationalen Eheschließungsrecht so, dass wir sagen, im Normalfall ohne Rücksicht auf den Entwicklungsstand der jeweiligen Person mit 18 Jahren oder unter gewissen Voraussetzungen auch wieder mit einer ganz scharfen Trennlinie bei 16 Jahren. Ich glaube, man muss da auch in den Blick nehmen, die gesellschaftlichen Auswirkungen, die so etwas hat. Und ich glaube, da ist es eben ein großer Unterschied, ob man vielleicht 3 oder 5 Fälle hat oder ob man Hunderte von Fällen hat oder ob wir in einigen Jahren möglicherweise Tausende von Fällen haben, weil eine Gesellschaft sich an bestimmte Entwicklungen schrittweise gewöhnt. Man kann vieles nicht von heute auf morgen einsetzen oder umsetzen, aber in kleinen Etappen verändert sich auch gesellschaftliches Bewusstsein. Und ich möchte offen gestanden vermeiden, dass wir in der Generation meiner Kinder vielleicht so ein gesellschaftliches Bewusstsein haben. Naja, da gibt es dann eben auch so eine ganze Reihe von Eheschließungen mit 14, weil vielleicht ein Richter das im Einzelfall für vernünftig gehalten hat. Da gibt es viele Eheschließungen mit 16. Ich glaube, dass wir da auf eine abschüssige Bahn kommen. Und deshalb meine ich, müssen wir als Gesetzgeber so diskutabel die Forderung nach Einzelfallgerechtigkeit auch sein mag, glaube ich, müssen wir als Gesetzgeber uns schon noch einmal die Frage stellen, ob wir hier nicht eine saubere Trennlinie brauchen, auch um für die Zukunft klare Maßstäbe zu setzen. Ich habe darüber hinaus noch eine Anmerkung, das ist aber nur ein ganz winziger Punkt. Viel über Nichtigkeits- oder Aufhebungsvariante gesprochen worden. Ich habe, anders als der Herr Staatsminister, eine größere Neigung für die Aufhebungslösung. Am Ende ist für uns aber entscheidend, Herr Professor Rohe, das, was Sie gesagt haben, dass wir im Grunde einfach dazu kommen, dass wir einen Mechanismus finden, der sofort einen Rechtsschutz zur Verfügung stellt, dass wir hier nicht in jahrelangen Unsicherheiten gefangen sind, dass wir nicht erleben müssen, dass vielleicht mit Blick darauf, dass dann das elterliche Sorgerecht dem volljährigen Vater zugesprochen wird, die Mutter wieder gezwungen wird, um ihre Kinder zu sehen, vielleicht doch wieder beim Vater weiterzuwohnen. All diese faktischen Fragen, da ist dann, glaube ich, am Ende werden wir eine Lösung finden. Da ist, glaube ich, nicht entscheidend, wie wir es ausgestalten, solange wir in dem Ziel einig sind. Wir müssen einschreiten. Wir müssen nicht nur als Gesetzgeber als rasch einschreiten, sondern wir müssen dann in jedem Einzelfall rasch einschreiten und nicht irgendwelche Monate oder jahrelangen Hängepartien hinnehmen. Dabei wollte ich es bewenden lassen, dann nur so ein bisschen auch die Perspektive nochmal unserer augenblicklichen rechtspolitischen Debatte einfließen lassen. Sind wir nochmal, haben wir noch ganz viele andere Aspekte mit dazugenommen. Herr Bausberg, wollen Sie gerne reagieren? Vielleicht auch nochmal eingehen auf das Thema 16 bis 18, weil Sie eben sehr stark
abgestellt haben auf U16. Vielleicht sagen Sie dazu noch ein paar Worte. Also was jetzt die rechtspolitische Arbeit angeht, ist, glaube ich, sind wir uns einig, muss man sehr, sehr genau das abschichten, weil Sie können nicht alle Probleme auf einmal lösen und eine letztendlich perfekte Lösung für die Fragen der Inlandsfälle, die vielleicht dann ins Ausland fahren, und für die Fragen der Zwangsehe und der Kinderehe, die aus dem Ausland zu uns kommt. Also man muss das etwas abschichten. Zum Professor Rohr möchte ich nur eine Bemerkung machen, weil Sie sagen, ich teile Ihre Meinung, dass man mit den Leuten reden muss, dass man mit denen agieren muss, dass die Edukationsansätze ganz wichtig sind. Aber bei der Vernetzung möchte ich auch darauf hinweisen, dass sich, und die Erfahrung haben sicherlich viele gemacht in der Entwicklung des letzten Jahres, in der Vernetzung spricht sich auch ein Fall rum, wo die deutsche Rechtsordnung vielleicht sagt, das ist die Ausnahme, die Ehe, die wird jetzt akzeptiert. Das macht auch die Runde. Und dann haben wir eine gesellschaftliche Entwicklung. Die Sorge teile ich, lieber Kollege Habert. Ich möchte auch nicht, dass meine drei Jungs mal in einer Welt aufwachen, wo wir dann eine große Zahl von Kinderehen in Deutschland haben. Und die Zahlen sind jetzt nicht ganz belastbar, aber wir haben ja mal die Zahlen von verschiedenen Bundesländern zusammengenommen. Also man kann davon ausgehen, dass wir in Deutschland über 1000 Kinderehen unter 16 haben, deutlich, also mit aller Vorsicht. Und das ist schon eine Hausnummer. Und ich meine, wir brauchen auf der einen Seite ein klares rechtliches Signal und wir brauchen danach auch die Arbeit. Jetzt, weil die Kollegin vom Familienausschuss darauf hingewiesen hat, auf ihre Erfahrung aus Essen. Sie sind da, Entschuldigung. Man muss auch mal überlegen, was für ein Verständnis haben wir. Und ich glaube, wir teilen das Verständnis, dass ein Kind von 14 Jahren nicht nur hinter die Schulbank, nicht vor den Traualtar gehört, sondern wir teilen auch das Verständnis, dass ein Kind von 14 Jahren nicht in der Lage ist, eine freie Entscheidung für eine Ehe zu treffen. Wenn Sie jetzt eine Kinderehe praktisch hier ankommen haben, ein 13-jähriges Mädchen bei einem 30-jährigen Mann. Vielleicht steht keine wirkliche körperliche Gewaltsituation dahinter. Dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass das Mädchen sagen wird, ich möchte gern bei dem Mann bleiben, der mich jetzt auf dem Weg beschützt hat. Aber was hat das für Auswirkungen? Zum einen für unser Verständnis von freier Entscheidung, das wir nicht aufgeben wollen. Was hat es für Auswirkungen auf die Situation in der Flucht, wo wir von Terre des Femmes und vom SOS Kinderhilfswerk erfahren, dass es mehr und mehr oder dass es immer viele Fälle gibt von Kinderehen und Zwangsehen, die geschlossen waren, auch um vielleicht die Person zu schützen, um die nach Europa zu bringen und, und. Was hat es im Ausland für Auswirkungen? Ich meine, wir sollten das rechtliche Band, das, was 16-jähriges Mädchen mit einem wesentlich älteren Mann verbindet, das ist aus unserer Sicht doch kein rechtliches Band. Deshalb sollte man dieses Band auch nicht als rechtliches Band akzeptieren. Und in dem Moment, wo wir die reinkommen lassen und sagen, das heben wir erst auf, damit akzeptieren wir es ja zumindest vorübergehend. Das heißt nicht, dass wir uns nicht um die kümmern. Und das heißt auch nicht, dass man nicht im Interesse des Kindes Beziehungsarbeit da vielleicht leistet, von der sozialen Betreuung her. Aber das rechtliche Band, also tut mir leid, ich tue mir da schwer zu sagen, jetzt die lassen wir jetzt erstmal kommen und dann sagen wir, das rechtliche Band besteht. Das ist auch keine Ehe aus meiner Sicht, die vom Artikel des Grundgesetzes Ehe und Familie geschützt ist. Weil unser Eheverständnis ist ganz anderes. Und dann sollten wir da auch gar nicht anfangen, so zu tun, als ob das eine Ehe ist. Jetzt habe ich noch ganz viele weitere Wortmeldungen hier im Podium. Herr Rohr wollte einen Satz hier noch ergänzen und dann würde ich auch gerne noch mal den Bogen schlagen zu den Experten zu meiner Rechten. Wirklich nur ein Satz zu dem, was Sie, Herr Dr. Habert, sagen, von der Gefahr der Verschiebung der Maßstäbe.
Ich bin völlig mit Ihnen d'accord. Deswegen ja auch mein Vorschlag, die Ausnahmeregelung des deutschen inländischen Rechts zu streichen und sagen, bei uns die Mindestschwelle, damit definieren wir den deutschen Ort der Republik neu. Ne? Und senken die Sache automatisch. Und deswegen kommen wir da in eine andere Schwellenhöhe hinein. Zudem glaube ich, wir haben im Inland zum Teil sogar noch größere Probleme, nämlich mit minderjährigen Schwangerschaften. In meiner schönen Stadt Erlangen, die jüngste Mutter Deutschlands gab es da mal, und RTL hat das groß rausgestrichen. Fürchterlich finde ich das. Ne? So ein Guinness-Buch-Eintrag dann in solchen Sachverhalten. Ich glaube, die Gefahr, dass wir hier sehr viele minderjährigen Ehen ins Inland bekommen, ist weit geringer als dieses allgemeinere soziale Problem. Aber nochmal, ich teile diese Bedenken. Wir müssen zusehen, wenn Auslandssachverhalte zusehends zu Inlandssachverhalten werden, dann müssen die Maßstäbe strenger werden. Das ist völlig unbestritten. Damit würde ich gerne die Brücke schlagen zu Herrn Ostrop. Es sind viele verschiedene Fragen aufgetaucht im Rahmen der Diskussion, auch zur Betreuung der Kinder oder der Jugendlichen. Vielleicht setzen Sie an dem Punkt an. Ich möchte vielleicht noch mal erwähnen, wie in der Praxis solche Fälle überhaupt zu erkennen sind. Es ist ja nicht so, dass die Fälle offensichtlich sind. Mit Einreise in einem Familienverbund ist oft nicht einfach herauszufinden, ob sich dabei eine Ehe mit einem Minderjährigen verbirgt. Das kann man nur, wenn die Jugendhilfe einsetzt und solche Dinge feststellt. Das ist aber, die Jugendhilfe ist in so einer Situation zuständig. Wenn ein unbegleiteter Minderjähriger oder ein Mädchen hier sind, in einem Verband, der nicht ihre Familie ist, dann ist natürlich die Jugendhilfe zuständig und ist verantwortlich. Das heißt aber noch nichts. Das Jugendamt muss da einschreiten, muss aber auch das Vertrauen gewinnen. Denn wenn sonst wird das keine Hilfe sein. Da werden die Türen geschlossen sein. Und diesen Zugang zu finden, der ist enorm wichtig. Der ist durch Vormundschaften sehr wohl möglich. Aber man muss eben den Rahmen dazu schaffen. Und das ist von Anfang an sehr notwendig. Und was ich eben auch schon erwähnt habe, wichtig ist auch, dass die Behörden informiert sind. Also wenn beispielsweise unsere Mitarbeiter Vormünde vom Bundesamt bei der Anhörung nicht zugelassen werden in derartigen Verfahren, weil es einen volljährigen Ehemann gibt, obwohl sie minderjährig sind und eine Vormundschaft besteht, dann ist das einfach falsch. Und das führt in eine vollkommen falsche Richtung. Und deswegen, meine ich, ist die Klarstellung sehr, sehr wichtig, was die Aufgaben des Jugendamtes sind, was die Aufgaben der Vormundschaft sind. Und da verspreche ich mir sehr viel davon, wenn man da möglicherweise auch gesetzlich klarstellt, dass Kinder, minderjährige Mädchen in solchen Fällen eine Betreuung brauchen. Und um diesen Zugang zu erhalten, ist es nun mal notwendig, dass man in irgendeiner Weise reinkommt in die Familie und dass die Leute sich nicht solche Verhältnisse verbergen. Und insofern glaube ich, hat man schon im Jugendhilferecht die Möglichkeiten, man muss sie nur ausschöpfen. Herzlichen Dank. Es waren jetzt noch mehrere Wortmeldungen. Genau, Sie, eine Dame, genau, Sie hatten sich schon sehr lange gemeldet, Annette Wittmann-Mautz, Sie und da hinten war auch noch eine Wortmeldung und dann Silvia Pantel. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie jeweils schon zu den Saalmikrofonen gehen, dann geht das schneller. Ja, schönen guten Tag. Maike Rieber aus meinem Name. Ich bin von der Refugee Law Clinic Berlin. Wir sind eine Rechtsberatungsorganisation. Erlauben Sie mir zwei, drei Anmerkungen und dann habe ich noch zwei Fragen. Einmal zu Ihrer Anmerkung, Herr Habert, der abschüssigen Bahn, also die Sie da vermeinen zu sehen. Also mich würde das mal interessieren. Wir haben jetzt hier vom Caritasverband gehört, dass es sehr schwer war, alleine diese zwei Fälle zu finden. Und jetzt gibt es hier diese vermutliche Zahl von 1000 Ehen. Also zum einen möchte ich mal gerade rücken, das ist ja eigentlich keine große Zahl. Und wir haben auch jetzt bereits gehört, dass in der Vergangenheit diese Fälle schon in Deutschland auftauchten. Also jetzt von einem inflationären Zuwachs da zu sprechen, halte ich ja dann doch für wenig überzeugend erstmal, jetzt auch aus der Sicht der Bürgerin. Da sehe ich den Handlungsbedarf von der Basis her noch nicht ganz so. Der zweite
Die zweite Anmerkung, die geht dann auch noch an die Referentin von Terre des Femmes. Ich bin zwar ganz ihrer Meinung, dass Zwangsehen ein ganz großes Problem sind und wir alle sind natürlich wirklich sehr erschüttert über dieses furchtbare Schicksal, was wir hier vorhin geschildert bekommen haben. Ich möchte aber noch mal ganz eindrücklich darauf hinwirken, dass wir hier, Herr Professor Rohe, Sie hatten es auch erwähnt, unterschiedliche Sachverhalte haben. Eine Zwangsehe ist nicht dasselbe wie eine Ehe von Minderjährigen. Und ich finde, das geht hier sehr durcheinander und das finde ich problematisch, um es gelinde zu sagen. Dann noch eine weitere Anmerkung. Die Kinderrechtskonvention hatten Sie, glaube ich, auch erwähnt in Ihrem Vortrag. Die bezieht aber sich nicht nur, also zum einen gibt es in der Kinderrechtskonvention keinen ausdrücklichen Vorbehalt, dass Ehen nur ab 18 gelten sollen. Das steht da so nicht drin. Es gibt Empfehlungen, aber in der Kinderrechtskonvention steht es nicht. Das Zweite ist, dass die Kinderrechtskonvention auch ganz stark auf die Einsichtsfähigkeit des Kindes abstellt. Und da möchte ich dann doch nochmal appellieren, eben daran, dass wir eben, es ist kaum möglich, deswegen diese Regelung so clear-cut zu machen. Also das halte ich für realitätsfern. Wir alle wünschen uns das vielleicht, aber also da bin ich ein bisschen bei Professor Rohe und an den adressiert sich jetzt auch eine meiner Fragen direkt. Wie würde denn konkret ein Vorschlag Ihrerseits aussehen, der die IPR-Systematik nicht untergräbt? Und dann auch die Frage an die CDU-CSU-Mitarbeiter. Wie gedenken Sie denn umzugehen mit der Frage, was hinkende Ehen angeht, also eine Ehe, die dann hier im Inland nicht mehr besteht und im Ausland aber weiterhin besteht und der Frage der unehelichen Kinder, die dadurch auch entstehen und die sozialen Stigmata und so weiter. Also da habe ich das Gefühl, sind noch sehr viele offene Fragen, auf die noch gar nicht eingegangen wurde und würde mich freuen, wenn da vielleicht noch ein paar Antworten kommen. Danke. Herzlichen Dank für die Fragen. Ich würde aber schon betonen, dass wir schon von Anfang an stark differenziert haben zwischen Zwangsehen und minderjährigen Ehen und auch beim konkreten Beispiel, das wir hatten, schon auch gleich das in den Kontext gestellt haben, dass es sich hier ganz klar um eine Zwangsehe handelt in Verbindung mit einer minderjährigen Ehe, dass es aber keinesfalls auf alle Fälle zutrifft. Also da haben wirklich auch alle Experten hier in der Runde schon bei allen Wortmeldungen immer differenziert zwischen den beiden Themenkomplexen. Jetzt sind Sie aber dran. Ich bin Frank Seidler, Leiter der Europäischen Missionsgemeinschaft und meines Zeichens Sozialtherapeut. Und wir sind seit Jahren mit dieser gesamten Thematik befasst. Wir betreuen im Moment mehrere Dutzend Frauen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, die unter diese Thematik Kinder- und Zwangsehe fallen. Und ich würde fast in jedem einzelnen Punkt meiner Vorrednerin widersprechen wollen, beziehungsweise würde einen anderen Gesichtspunkt jeweils dazu bringen. Ich sage zuerst zu dem, was Professor Rohr gesagt hat. Er rechnet mit ungefähr 1000 Kinderehen. Ich sage, es sind mehrere 10.000. Es ist nämlich die Frage des Blickpunktes. Wollen wir das zuerst deklarieren als Zwangsehe, kann man das machen. Aber es ist eben gleichzeitig eine Kinderehe, wo das Kind damals 13,5 nicht gefragt worden ist, ob sie das will oder nicht. Und das macht keinen Unterschied, ob jemand in einer etwas netteren Form in Abwesenheit verheiratet wird oder auf solche brutale Weise, wie wir das vorhin gehört haben. Und es macht für uns hier vor allem rechtlich keinen Unterschied. Denn, ich springe mal ganz weit, dass wir diese Frau, nachdem sie jahrelang in ihrem Heimatland dieser extremen Gewalt ausgesetzt war, danach 11 Jahre lang im Iran Ähnliches versucht worden ist und nur die Furcht vor der Strafe, nämlich vor der Restriktion, der dort die afghanischen Flüchtlinge ausgesetzt sind, den Ehemann gehindert hat, dieses elende Spiel weiterzuführen, dasselbe in Griechenland aber wieder eingesetzt hat, obwohl sämtliche Behörden das dokumentiert haben, dazu auch Stellung genommen haben. Der Mann in der Zwischenzeit, nachdem er sie dort verkauft hatte, an den nächsten Nutzer, sich nach Deutschland abgesetzt hat. Wir über unser Athener Büro auf diese Frau aufmerksam gemacht worden sind
und dann auf genau diese verdammte Ehe zurückgreifen mussten, um sie mittels der Dublin-Verordnung in einen einigermaßen rechtssicheren Raum innerhalb Europas zu bringen. Hier aber der Mann unter Management der Caritas, das ist zufällig und das ist überhaupt nicht gegen sie, mit einem mehr als einjährigen Sprachvorsprung das Helfersystem hinter sich gebracht hat und wiederum gegen diese Frau agiert und sie bis zum heutigen Tag bedroht, die Entziehung der Kinder fortzusetzen. Das zeigt, wie komplex dieses Thema ist. Deswegen ist meine Frage oder Anregung, wenn Sie entweder eine Nichtigkeit oder eine Aufhebung erwägen, ob man nicht in beiden Fällen, wie beim Straf- und Jugendstrafrecht, diese grundsätzliche Unterscheidung einführt, dass eben auch bei einer späteren Strafverfolgung ein Täter entsprechend des Jugendstrafrechts verurteilt wird, wenn das früher eingetreten ist. Kann man nicht oder sollte man nicht diese ganze Thematik in den Rechtsfolgen für Deutschland mit diesem Vorbehalt versehen, dass zumindest die Opfer von Kinderehen, auch wenn sie längst volljährig geworden sind, unter diesem, meinetwegen, Nichtverjährungsvorbehalt oder sowas fallen könnten. Das wäre für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil sie sonst in unserem rechtssicheren Raum wiederum zu den Verlierern zu werden drohen. Vielen Dank. Das ist nochmal ein neuer Aspekt. Annette Wittmann-Mautz ist die nächste Rednerin. Zunächst will ich meinem Vorredner ausdrücklich zustimmen, dass ich es auch für richtig halte, dass wir nicht einfach nur einen Stichtag setzen und das Schicksal derer, die sozusagen dann nicht drunter fallen, weil sie ein Jahr später bei uns erst ankommen, sozusagen dann unberücksichtigt lassen. Ich will aber zunächst noch mal sagen, weil eine meiner Vorrednerinnen von wenigen Fällen sprach, für mich ist zumindest jeder dieser Fälle einer zu viel und was vieles und was wenig, ist zumindest bei Zwangsehen und bei Kindesmissbrauch in dem Fall eine erhebliche Menschenrechtsverletzung und die gilt in jedem Einzelfall für mich als eine, die zu viel ist. Der zweite Gedanke, den ich jetzt häufiger gehört habe und der mir ehrlich gesagt auch immer wahnsinnige Bauchschmerzen bereitet, ist, wenn das Argument genannt wird, naja, die Frauen haben ja auf der Flucht oder die Mädchen so viel Schutz bekommen von ihrem Ehemann und deshalb sei das ja auch alles anders zu beurteilen. Ich muss ganz offen sagen, das ist ein Schutz, den ich mir nicht ausmalen möchte, weil bevor der vermeintliche Schutz kam, in der Regel es dann, wie wir auch heute gehört haben, entweder bereits das tatsächliche, faktische Interesse des Vollzugs einer Ehe ist, das schon zu Beginn stand, der Verkauf, sei es von den Eltern an den Schwiegersohn oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen und dann noch weiter der Schutz durch weiteres Verkaufen und wirtschaftliche Interessen im Zweifel auf dem langen Weg der Flucht begleitet ist. Und ob ich das dann als Schutz bezeichnen mag oder die Situation, wie es zu dieser Ehe kommt, als eine Entscheidung, die dem Mädchen dient, da finde ich, sollten wir in der Sprache sehr viel vorsichtiger sein und dieses immer wieder leicht genannte Argument so nicht einfach nur wiederholen. Dritter Punkt, Herr Pausback, ich finde, also in der Frauenunion bei uns im Vorstand haben wir auch sehr intensiv darüber diskutiert, über die Frage, erkennt man eigentlich etwas an, wenn man es nicht von Anfang an für nichtig erklärt? Die Diskussion ist bei uns sehr lebhaft auch geführt worden. Und für mich stellt sich eigentlich schon die Frage, muss ich etwas oder erkenne ich faktisch etwas an, wenn ich sage, ist aufzuheben. Mit dem ersten Tag, in der solche Ehen bei uns festgestellt werden, ist aufzuheben. Damit ist die klare Botschaft an der Stelle, damit finden wir uns nicht ab und der klare Unwertsgehalt im Grunde auch benannt. Mit der Möglichkeit, aber in der Folge, all die Fragen, und ich will jetzt da eigentlich für mich nicht trennen zwischen 14, 16 und den Räumen dazwischen, für mich wäre es genauso, ist aufzuheben
oberhalb von 16, aber ich habe dann die Flexibilität, sozusagen in den Rechtsfolgen einer Aufhebung, die Fragestellungen mir genau anzuschauen und hier noch eine Differenzierung einzuziehen, die dann 16 und jünger, natürlich je jünger die Mädchen sind, je strikter sind die Folgen und je schattierter wird es, je älter und je einsichtsfähiger die Person ist. Das hielte ich zumindest für einen gangbaren Weg, der unser Unrechts- oder Rechtsempfinden klar zum Ausdruck bringt, aber in einer guten Kombination und Balance auch den Schutz des Schwächeren, könnte ja auch mal ein junger Mann sein, entsprechend zum Ausdruck bringt. Herzlichen Dank. Damit sind wir bei der letzten Wortmeldung. Und liebe Silvia, ich würde dich bitten, dich kurz flott zu passen mit Blick auf die Uhr. Ja, also ich mache es flott. Es ist so, dass ich komme aus Düsseldorf, also auch eine Großstadt, wo ich Zwangsverheiratung, Kinderehe und all das auch schon vor der Flüchtlingswelle gekannt habe. Und ich bin froh, dass wir uns darüber, glaube ich, einig sind, dass wir das Alter von 16 auf 18 anheben müssen, weil es geht ja nicht nur, auch wenn wir im Moment in einer ganz schwierigen Phase sind, aber es geht nicht nur um die Zeit jetzt, sondern es geht auch um die Zeit danach, wie wir mit verschiedenen religiösen Gruppierungen umgehen, ob wir dann wollen, dass die Mädchen mit 16 heiraten dürfen, heiraten sollen. Also, dass wir da einen Riegel vorschieben, zumindest in unserem Land. Dass das Konsens ist, das freue ich mich, weil vor 3 Jahren war das noch nicht so. Da hatte man mir gesagt, es gibt nur 50 Fälle und deshalb lassen wir es liegen. Also, dass wir es nicht machen. Aber ich hätte gerne noch mal eine ganz klare, weil Frau Wiedmann-Mautz hat es eben schon gesagt, dass wir uns darüber sehr unterhalten haben, die Definition von Nicht-Ehe von Ihnen. Da weiß ich jetzt nicht, was meinen Sie damit, was ist für Sie Nicht-Ehe? Herzlichen Dank. Also es sind jetzt Fragen an alle und ich würde Sie vielleicht auch noch mal bitten, diesen Aspekt 16, 18 auch jeweils noch in Ihre Antworten mit einzubeziehen, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, den wir heute noch nicht ausreichend differenziert haben in den Wortmeldungen. Auch in der Konsequenz, Sie haben das, Herr Professor Rohr, am Anfang kurz gestreift, diese Frage der, ich sage mal, teilweise wird das, glaube ich, auch als eher auf Zeit, also quasi, oder eine Verlobung, die es im Prinzip vor allem bei den Moslems gibt, aber bei den Christen ja auch. Also was hat das, dieser Altersaspekt 16, 18, auch mit Blick auf diese Gruppe an Relevanz? Und ich gebe Ihnen zuerst das Wort, würde aber dann auch alle bitten, noch mal abschließend ein paar Worte zu den relevanten Punkten zu verlieren. Also ganz kurz, Thema Ehe auf Zeit, das gibt es eigentlich nur im klassischen schiitischen Recht, Mindestdauer 1 Stunde. Das schildert wahrscheinlich den Haupthintergrund dieser Institution. Das wird von den Sunniten, und das ist die große Mehrheitsmeinung, abgelehnt. Allerdings haben die eine andere Konstruktion gefunden seit den 90er Jahren, Misjar-Ehe, die im Grunde dieselbe Funktion erfüllt. Aber ich glaube, das wird nicht ernsthaft diskutiert, dass das irgendetwas ist, was man implantieren könnte. Vielleicht nur ganz kurz, weil ich da direkt angesprochen wurde, Frage Systematik des IPR. Ich glaube, wir können eine vernünftige Grenzziehung erreichen, Thema 16, 18, wenn wir tatsächlich den 1303 so abändern, dass generell in Deutschland nur noch ab 18 geheiratet werden kann, dann haben wir nämlich einen neuen Maßstab. Bisher haben sich auch die Gerichte schon für die Ordre-Public-Prüfung daran orientiert, was ist denn das deutsche Mindestalter? Die haben gesagt, naja, 16 bei uns, also 15 geht, 14 war so etwas fraglich. Deswegen, wenn wir das jetzt hochsetzen, haben wir auf jeden Fall die Latte deutlich höher gehängt, sodass wir mit guten Gründen sagen können, 16 stellt einen Schwellenwert dar, der jedenfalls unterschiedliche Intensitäten von Eingriffen rechtfertigt. Ob man das dann nicht Ehe nennen möchte am Ende oder ob man irgendwelche Eingriffsnormen schafft, die faktisch Ähnliches bewirken. Das sind Details, über die man wirklich noch reden kann und wahrscheinlich auch reden muss. Aber ich denke, diese unterschiedlichen Schwellenhöhen sind jedenfalls dann ganz gut gerechtfertigt. Und wir retten damit dennoch die IPR-Systematik, denn wir unterscheiden dann Inland nur 18, Ausland möglicherweise ab 16, Anerkennungsmöglichkeiten im Einzelfall und Ähnliches mehr. Frau Michel, wollen Sie ergänzen? Ja, ich vielleicht noch mal zwei oder drei Aspekte kurz darlegen. Zum einen müssen wir uns auch einfach bewusst sein, solange wir Ausnahmen zulassen, können sie missbraucht werden. Das war auch schon ein ganz großer Anreiz für uns zu sagen, wir müssen die Ausnahmen in Deutschland abschaffen, weil sie missbraucht werden. Genauso gut bleiben wir dabei, wir lassen einen Anreiz
für einen existierenden Heiratsmarkt in den Flüchtlingslagern, wenn die Eltern wissen, es ist unter Umständen möglich, dass in Deutschland Ehen ab 16 anerkannt werden, kann es einen Anreiz bieten, weiterhin die minderjährigen Töchter zu verheiraten. Das ist das eine. Das andere ist schon durchaus ein Unterschied, ob eine Minderjährige den Status verheiratet, auch nur den potenziellen Status verheiratet hat und eben nicht automatisch als UMF, als unbegleitete minderjährige Flüchtling, angesehen wird in Bezug auf Jugendhilfemaßnahmen. Das hat das Mädchen aus Bielefeld in der Praxis erfahren, dass es ein ganz entscheidender Unterschied ist, dieser Status. Und auch die aufgrund der Handlungsempfehlung, die ich vom Landesjugendamt Bayern und auch von Berlin kenne, ist das eine Schwierigkeit, dann schwimmen die Mitarbeiter, wenn sie eben wissen, es ist potenziell möglich, dass diese Ehe anerkannt wird, dann ist es möglich, dass der Ehemann eventuell der Vormund wird. Also das ist eine Hemmschwelle. Also ich finde, da brauchen wir ganz klare Ansage, unter 18 geht nicht. Und wie gesagt, immer noch unsere tiefe Überzeugung, man braucht eine gewisse Reife, man braucht auch die rechtliche volle Handlungsfähigkeit, um so eine weitreichende Entscheidung auf Dauer, Ehe ist auf Dauer angelegt, zu treffen. Und da sage ich ganz klar, das muss 18 sein. Okay. Herr Ostrow? Also, wie ich schon eben erwähnt habe, wir sind in der Praxis mit solchen Fällen konfrontiert, wo Ehen von Minderjährigen hierher kommen. Und dann ist es sehr wichtig, diese Konstellation, diese Personen zu schützen und zu stützen. Und das gelingt eben am besten, indem man nah bei ihnen ist, durch Vormundschaften, durch das Jugendamt. Aber die Konstellationen sind eben sehr unterschiedlich. Und da gerechte Lösungen zu finden oder Lösungen, die im besten Sinne des Kindes, der Minderjährigen sind, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich glaube, dass man auch eben zum Beispiel über die Kinderrechtskonvention, wenn dort eben auch nicht nur das Alter, sondern auch der Reifegrad bei Minderjährigen immer mit zu berücksichtigen ist, dass man das am Einzelfall am besten kann, als wenn man holzschnittartige Regelungen hat, ab dem Alter geht gar nichts. Die untere Grenze, habe ich auch schon eben erwähnt, ist 14, da kann man auch gar nicht drüber reden. Aber alles, was darüber ist, da muss man eben schon sehr genau hingucken. Und mit Zwangsehen, dafür haben wir natürlich, müssen unsere Mitarbeiter, müssen Behördenmitarbeiter sehr genau gucken. Aber sie sehen mehr, wenn sie das Vertrauen der Mädchen gewinnen können. Von außen kann man so etwas nicht sehen, ob eine Gewaltsituation besteht oder nicht. Deswegen muss man da halt sehr vorsichtig mit umgehen. Dennoch muss ich ganz kurz sagen, wenn hier erwähnt wird, der Verbrecher, nenne ich ihn mal, wurde von der Caritas betreut. Ich kenne den Fall nicht und ich gehe auch nicht davon aus, dass unseren Mitarbeitern der Hintergrund bekannt war. Sowas möchte ich hier klarstellen, dass bei... Wenn wir den Verdacht haben von Verbrechen, dann wenden sich unsere Mitarbeiter an die Polizei zur Strafverfolgung. Das ist ganz klar. Okay, herzlichen Dank. Hat Professor Wausbach, wollen Sie gerne? Ja, sehr gerne. Ja. Also zunächst einmal das Argument Stigmatisierung, hinkende Ehe oder so, das halte ich für Unsinn. Entschuldigung, wenn ich das so klar und deutlich sage, aber natürlich haben wir hinkende Ehen, weil es schon bisher Ehen gibt, die für uns einfach keine Ehe sind. Eine Ehe von einer 12-Jährigen. Und mein Gott, es gibt halt Situationen, wo irgendein archaischer Staat im Nahen Osten oder auch in Südamerika eine Ehe von einer 9-Jährigen als Ehe bezeichnet, aber das ist halt bei uns anders. Und dann haben wir eine Situation, wo das ein Rechtssystem so sagt, aber unser sagt so und das halte ich auch für richtig. Das ist kein Argument und die Stigmatisierung in dem Familienclan, das wäre für mich auch kein Argument, denn die Stigmatisierung, wenn jemand hier leben will, der Gesellschaft dieser Situation, die ist richtig und aus der müssen wir das Mädchen befreien. Wofür ich sehr dankbar bin, ist Ihre Wortmeldung, weil Sie deutlich machen, dass die ganze Sache ja auch mit dem Strafrecht einen Zusammenhang hat. Und es ist schon eine Sache, ob wir künftig dann Leute haben, die wir zu Recht
und hoffentlich hart bestrafen, weil sie mit einem 14-jährigen Mädchen Missbrauch tun nach Sexualstrafrecht. Auf der anderen Seite hätten wir Ehen, die wir vielleicht vorübergehen, als Ehen schwierig. Das hat auch Rückwirkungen auf die Verfolgbarkeit solcher Dinge. Ich meine, es ist schon, also ich werde mich nicht dagegen stellen, wenn auf Bundesebene eine Lösung kommt, die einer Nichtigkeitslösung sehr nahe kommt. Wichtiges Ergebnis. Nur mit einer Aufhebungslösung sind natürlich Schwierigkeiten verbunden. Zunächst einmal, für eine Aufhebung brauche ich eine internationale Zuständigkeit. Ich befürchte, dass man schon daran scheitert. Dann kenne ich, und der Entwurf ist ja in die Öffentlichkeit auch ein bisschen geraten, im Entwurf vom Herrn Kollegen Maas waren Ausnahmen vorgesehen. Er hat gesagt, der ist überaltet. Aber jetzt muss man mal schauen. Jede Ausnahme führt zu Missbrauch. Ich meine, dass wir bei den Ehen unter 16, dass wir da sagen sollten, das ist keine Ehe für uns. Ich gebe dem Professor Rohr recht, dass die Änderung des 1303, die ich grundsätzlich in Ordnung finde, dass man es auf 18 hochsetzt, die Ausnahme streicht, die überhaupt keine große Rolle gespielt hat mehr bei uns. Das waren, glaube ich, so 90 Fälle im letzten Jahr oder ein paar weniger. Aber das können wir machen. Nur es ist nicht so, es ist nicht so, dass damit automatisch der Orthopublik, er wird vielleicht davon beeinflusst, aber für den Orthopublik maßgeblich ist das Grundrechtsverständnis, das sind auch maßgeblich die früheren Entscheidungen. Deshalb möchte ich gerne, dass wir im Artikel 13 EGBGB, und das ist systematisch vollkommen aus meiner Sicht eingepasst und in Ordnung, dass wir hier eine Konkretisierung vornehmen und die Konkretisierung auf die Ehen unter 16, dass man da klar sagt, das ist aus unserer Sicht keine Ehe. Das ist auch Aufgabe des parlamentarischen Gesetzgebers, weil wir haben auch die Aufgabe, und das ist etwas, was unsere Bevölkerung auch will. Der Minderjährigenschutz, der Kinderschutz, das Verständnis der freien Entscheidung einer Person, der Entwicklung einer Person, das gehört zu unserer Rechtsordnung. Die Leute wollen, dass sich da nichts ändert. Und mit einer solchen Konkretisierung des Orthopublik machen wir unserer Bevölkerung auch deutlich, dass das sind die Standards, das sind die großen Pfähle, die bleiben in unserem Land, unabhängig davon, wie andere das sehen. Und deshalb bin ich da für eine klare Lösung, auch deshalb. Herzlichen Dank. Ich glaube, die letzten 2 Stunden haben uns viele Erkenntnisse gebracht und bestimmt auch einige Fragen noch mal neu aufgeworfen. Ich darf Ihnen schon mal ganz herzlich danken und würde gerne das Schlusswort noch mal an den Ball noch mal zurückspielen an meinen Kollegen Stefan Haber, der ja auch die Veranstaltung hier organisiert und geplant hat. Und ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie gekommen sind, vor allem auch Ihnen, Frau Samani, auch mit Ihren Betreuerinnen. Und den Experten auf dem Podium herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Nadine Schön. Ich möchte zum Abschluss vielleicht zunächst noch ganz kurz eingehen auf die Fragen, die mir vorhin gestellt wurden. Ich glaube, zur Zahl der Fälle hat Annette Wiedmann-Mautz alles gesagt. Ich möchte eine Bemerkung machen zur Frage, haben eigentlich Zwangsehen und haben Minderjährigen und Kinderehen überhaupt nichts miteinander zu tun. Man kann Menschen in einer Rechtsordnung legitimerweise nur dann an Erklärungen, an Aussagen festhalten, wenn diese Aussagen auf einem freien Willen basieren. Und ein freier Wille kann aus verschiedenen Gründen beeinträchtigt sein. Der kann nicht gegeben sein, weil ich Gewalt gegen jemanden ausübe, damit er eine Erklärung abgibt. Der kann gegeben sein, weil ich jemandem drohe und er unter Einfluss der Drohung eine Erklärung abgibt. Aber ein freier Wille ist eben auch dann nicht da, wenn jemand noch nicht das Alter erreicht hat, um tatsächlich beurteilen zu können, ob eine bestimmte Entscheidung richtig ist oder nicht. Und in unserer Rechtsordnung sagen wir über die Frage, ob man eine Urlaubsreise bucht, das kann man beurteilen, wenn man 18 ist, die Frage, ob man vielleicht sich etwas Größeres kauft, kann man beurteilen, wenn man 18 ist. Und dann frage ich mich schon ein bisschen, warum man die Frage, welchen Ehepartner man wählt für den Rest des Lebens, warum man die eigentlich schon mit 14 oder 15 soll beurteilen können.
zum Thema Stigmatisierung, das Herr Professor Bausbach angesprochen hat, es mag sein, dass mit der Entscheidung eine gewisse Stigmatisierung verbunden ist. Aber was ist die Alternative zu dieser Stigmatisierung? Die Alternative zu der Stigmatisierung ist, vor dem Phänomen zu kapitulieren. Und wenn wir vor diesem Phänomen kapitulieren, dann gehen wir nach meiner Überzeugung einen Schritt in die völlig falsche Richtung. Und ich lasse mir auch nicht Angst machen von dem Hinweis darauf, dass es dann einige nicht-eheliche Kinder geben könnte. Wir haben die Trennung zwischen ehelichen Kindern und nicht-ehelichen Kindern in Deutschland aus gutem Grund überwunden. Ich glaube, die Aussage, dass ein Kind nicht-ehelich ist, was ja heute in vielen Großstädten und so weiter ja ein ganz normaler Vorgang ist, ist nun weiß Gott nicht mit einer sozialen Stigmatisierung verbunden. Ich möchte zum Abschluss mit Ihnen jetzt überhaupt nicht sagen, wie die Lösung am Ende des Tages aussehen wird, zumal Lösungen sehr schwierig sind. Ich möchte Ihnen sagen, all das, was Sie heute ausgeführt haben, was wir aus dem Auditorium gehört haben, werden wir in Dankbarkeit für die Anmerkungen aufnehmen in das parlamentarische Verfahren. Ich möchte Ihnen allen zum Abschluss noch einmal sehr herzlich danken. Ich möchte auch denjenigen Mitarbeitern und Mitarbeitern der Fraktion sehr herzlich danken, die diese Veranstaltung in mühsamer Vorbereitung überhaupt erst ermöglicht haben. Ich möchte allen Referenten hier sehr herzlich danken. Ich danke Nadine Schön für die außerordentlich umsichtige Leitung unserer heutigen Veranstaltung. Und ich möchte zum Abschluss, ich glaube, das im Namen aller noch einmal sagen zu dürfen, Ihnen, Frau Zamani, sehr herzlich Dank sagen dafür, dass Sie heute zu uns gekommen sind und uns an Ihren Einblicken haben teilhaben lassen. Wir werden das, was Sie uns gesagt haben, nicht vergessen. Vielen herzlichen Dank.